Meine Kollegin, die Marlies und ich, werden euch in bewährter Weise durch den Vormittag führen. Wir haben 9 Betriebe, 23 Lehrberufe heute zu uns, dann in Kürze zu Gast. Und möglich gemacht hat das das Arbeitsmarktservice Feldbach, das AMS Feldbach unter der Leitung von Edmund Hacker und sein Team. Die haben gemeinsam die Betriebe, die Organisation im Vorfeld übernommen, damit wir heute die Möglichkeit haben, euch diese Lehrberufe, diese Chancen in der Region vorzustellen. Und ich darf den Edmund Hacker gleich einmal zu mir begrüßen, zu mir bitten, damit wir mal so ein bisschen uns den Hintergrund anschauen, bevor wir dann in Kürze mit dem ersten Lehrbetrieb starten. Lieber Herr Hacker, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Wir sind heute schon ein bisschen früher aufgestanden, um das Ganze da aufzubauen, für euch vorzubereiten. Warum veranstaltet das AMS eigentlich so eine Lehrstellenbörse? Was ist die Motivation dahinter für dich und dein Team? Danke. Ich möchte zuerst einmal auch alle begrüßen von Seiten des AMS, die uns heute live zusehen oder diese Veranstaltung, diese zweite Online-Lehrstellenjobbörse des AMS Feldbach zu einem späteren Zeitpunkt per Video ansehen. Ja, warum machen wir das? Wir wollen heute einen Impuls setzen bei der Vermittlung von Lehrstellensuchenden. Aktuell sind bei uns beim AMS in Feldbach 131 Burschen und Mädchen vorgemerkt, Lehrstellensuchend vorgemerkt, die derzeit noch die Schule besuchen und ab Juli einen Lehrberuf ergreifen möchten. Und denen gegenüber stehen 120 frei gemeldete Lehrstellen, die die Betriebe bereits bei uns geschaltet haben. Hier laufen gerade ganz aktiv die Bewerbungsaktivitäten und die ersten Lehrverträge werden praktisch schon fix vereinbart. Der Lehrstellenmarkt entwickelt sich momentan wieder sehr gut. Wir haben im Vorjahr, im zweiten Jahr der Pandemie, zum Glück wieder mehr Anfänger, die das erste Lehrjahr begonnen haben, also wieder mehr Lehreintritte. Da wurde ungefähr der Wert vor der Pandemie, vor der Krise erreicht. 120 Lehrstellenangebote hier in der Region, eine beachtliche Anzahl. Einige Betriebe davon dürfen wir heute begrüßen. Welchen Nutzen bringt eine solche Lehrstellenbörse auch für die Betriebe und für die Jugendlichen, die jetzt in den Zuhause oder in den Klassenzimmern oder irgendwo mobil unterwegs sind und uns hier online verfolgen? Naja, wir schaffen vor allem mit dieser Online-Lehrstellenbörse ganz eine moderne Plattform, bei der sich ausgewählte Betriebe, Lehrbetriebe aus der Region als attraktiver Arbeitgeber einfach präsentieren können. Und auf der anderen Seite haben die Jugendlichen die Chance, heute an einem Vormittag ganz kompakt Betriebe aus verschiedensten Branchen kennenzulernen, Lehrberufe kennenzulernen und die Chance, hier die Ausbildungs- und Karrierechancen, die sich da bieten, zu nutzen. Gerade eine Lehrausbildung in der Region, in der Südoststeiermark, trägt auch zur Wertsteigerung des Bezirkes bei und ausgebildete Fachkräfte sichern die Zukunft und vor allem den Wirtschaftsstandort des Bezirkes. Und eine gute Lehrausbildung, die dem Interesse und der Eignung entspricht, ist die beste Prävention und schützt vor Arbeitslosigkeit. Ich möchte mich heute aber auch bedanken bei euch, bei der Qualifizierungsagentur, im Speziellen bei dir, Dietmar, bei der Marlies, dass ihr diese Veranstaltung heute so professionell organisiert, hier moderiert und veranstaltet. Ihr seid ein sehr guter Partner für uns und ich freue mich auch, dass ihr wieder für die technische Umsetzung auch das Team des Vulkan TVs auch gewinnen konntet. Mein Dank gilt aber auch meinen Mitarbeiterinnen im Service für Unternehmen, denen es auch heuer wieder gelungen ist, Top-Lehrbetriebe aus der Region für diese Veranstaltung zu gewinnen, dass sie hier heute teilnehmen. Vielen Dank auch an die Betriebe, die sich hier zur Verfügung stellen und ihre Angebote einfach präsentieren können. Ich wünsche Ihnen vor allem viele Bewerberinnen und Interessentinnen für die ausgeschriebenen oder die angebotenen Lehrstellen. Spezieller Dank gilt auch an meine Kollegin Petra Josephus vom Berufsinformationszentrum, die die Werbetrommel für diese heutige Veranstaltung gerührt hat und auch die Kontakte zu den Schulen hergestellt hat. Ich möchte mich auch bei den Lehrkräften und Schülern bedanken, dass sie heute auch teilnehmen. Einen Appell
nutzt die Chance, bewirbt euch bei Interesse, bei den vorhandenen Lehrstellen, die da sind. Ausbildung in der Lehre ist einfach zukunftssichernd und bietet vor allem gute Chancen bei uns auch in der Region. Ja, vielen Dank, Herr Hacker, für die tolle Einleitung. Der Name ist schon gefallen, auch die Petra Josephus wird uns heute hier noch besuchen. Sie ist die Leiterin des Berufsinformationszentrums im AMS. Und Marlies, die Petra hat uns ja dann auch was mitgebracht. Es wird dann, was wird es geben? Ein Gewinnspiel. Genau, ein Gewinnspiel, also bleiben Sie bitte dran. Und darf die Regie bitten, auch unsere Kontakttelefonnummer einzublenden. Wir haben ja die Möglichkeit, dass Sie über den Chat im Kanal, aber auch über WhatsApp uns aktiv Nachrichten und Fragen schicken. Wir werden die Nummer regelmäßig einblenden. Das heißt, wenn es Fragen gibt zu einem konkreten Betrieb, zu einem konkreten Lehrberuf, allgemein zur Lehre und zum Angebot des AMS, nicht zögern. Mit dieser Nummer kommen Sie direkt zu meiner charmanten Kollegin, die die Fragen beantworten wird. Und ja, Herr Acker, danke und toi 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 für die heutige Veranstaltung. Wir starten in die erste Runde und dürfen das Vulkanland Hotel Legenstein bei uns begrüßen. Das Vulkanland Hotel Legenstein ist ein 4-Sterne-Hotel mitten im steirischen Vulkanland und wird von Familie Legenstein gemeinsam mit dem besten Team, dem Herzstück des Hotels, geführt. Lass uns deine ersten Schritte im Berufsleben gemeinsam gehen. Bei uns findest du nicht nur spannende Aufgaben, auch ein gutes Miteinander, ein gesunder Alltag und Herzlichkeit werden hier großgeschrieben. Unsere Gäste und wir als Team. Hallo, wir haben jetzt gehört, das Vulkanland Hotel Legenstein. Die Fotos schauen sehr schön aus. Bei euch kann man Urlaub machen, sehr gut Urlaub machen. Arbeiten kann man auch bei euch, oder? Ja, genau. Zum Urlaub machen gehören eben auch die Menschen dazu, die den Urlaub für andere ermöglichen. Wir sind ein familiär geführtes 4-Stern-Wellness- und Urlaubshotel, haben aktuell 34 Mitarbeiter und davon 2 Lehrlinge, die wir in den Bereichen einmal Restaurantfachfrau ausbilden und einmal als Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Mhm. Und wie lange bilden Sie schon Lehrlinge aus? Also Sie haben ja, glaube ich, schon recht viel Erfahrung drin. Also mein Mann und ich gemeinsam seit über 30 Jahren, aber das Legenstein gibt es ja schon. Wir sind ein Betrieb, den es schon seit 110 Jahren gibt und so klein gewachsen von Dorfgasthaus über Pension eben zum Hotelbetrieb. Und ja, da sind schon einige ganz tolle Karrieren oder ganz tolle Menschen, wie auch jetzt neben mir die Marcella, das würde ich dann gleich selber erzählen, da hat schon ganz tolle Werdegänge gegeben. Werdegänge oder Karrieremöglichkeiten ist ein gutes Stichwort. Dort im Tourismus haben wir ja sehr viele Karrierechancen. Man kann die Welt sehen, was kann man alles machen. Genau. Also für mich als Vollblut-Touristikerin sage ich immer, ist eine Ausbildung im Tourismus einfach das Sprungbrett für viele, so wie Sie sagen, für viele Berufe auch. Weil du kannst mit dieser Ausbildung, egal ob in einem kleinen Café, Restaurant bis zum Haubenlokal, von der Gasthofpension bis zum Luxushotel arbeiten, aber auch in einem Reisebüro oder in Tourismusbüros. Also hier ist das Angebot, das Portfolio sehr groß und das, wie gesagt, in der ganzen Welt. Das heißt also, der Tourismus bietet sehr viele Perspektiven auch für die Zeit danach. Wobei Sie natürlich bevorzugen, wenn der Lehrling dann nach der LAB bei Ihnen im Haus bleibt. Das ist auch sehr schön, haben wir auch. Aber noch einmal, für manche, da geht es immer darum, was ist einem wichtig. Manche junge Menschen wollen einfach hinaus in die Welt und das unterstützen wir, das ist auch gut so. Mhm. Und andere fühlen sich eben auch hier in der Region wohl, auch im Betrieb dann wohl und sagen, nein, hier möchte ich einfach mal die nächsten Jahre verbringen oder vielleicht auch länger. Mhm. Sie haben die Frau Malenschek mitgebracht. Ja. Ein Karrierebeispiel, wie Sie uns vorher gesagt haben. Ja, denn bei Lehre denkt man immer an junge Menschen, die in der Schule sind, so mit 15, 16. Ich würde vorschlagen, die Marcella erzählt einfach selber, wie ihr Werdegang war bei uns im Haus. Gerne. Also, ich bin nach Österreich 1993 gekommen,
und ganz unerfahren erst einmal Deutsch gelernt, dann verschiedene Berufe gelernt und ganz untypisch für eine Frau, ich bin eine ausgelernte Elektromechanikerin für Maschinen- und Anlandbau. Aha. Und dachte Grenzspenglerin. Ich kann 9 Sprachen und mit diesen 3 Berufen habe ich mich durchgeschlagen quasi bis hier in die Südoststeiermark, wo ich 2014 hergezogen bin mit meiner Familie. Es hat uns sehr gefallen hier, aber die Berufe waren hier nicht so leicht zu finden. Jetzt habe ich beim AMS Feldbach 1 Jahr lang gesucht, verschiedene Seminare besucht und ich habe mir was anderes vorgestellt als diese Berufe, weil wenn man ein bisschen älter ist, kann man nicht mehr auf der Baustelle so gut arbeiten. Und aufgrund meiner Vorkenntnisse, weil ich habe auch noch gekellnet, sagen wir mal so, so wie jeder Student das macht, auf Nacht ausschenken, Cocktails shaken, Kaffee servieren und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte ich machen, ich bewirb mich in ein Hotel. Ich bin zu Frau Lengstein gekommen, habe einen Schnuppertermin bekommen, 1 Woche geschnuppert und nach einer Woche, nach einem Gespräch mit der Frau Lengstein, habe ich gesehen, das reicht nicht. Das ist überhaupt nichts, was ein Kellner in einem Gasthaus macht oder Kaffeehaus. Und die Frau Lengstein hat mir vorgeschlagen, ich könnte, wenn ich möchte, über die Qualifizierungsagentur mit Zusammenarbeit mit AMS einen zweiten Bildungsweg machen. Nach einmal durchschlafen und durchschnaufen habe ich mir gedacht, okay, das wird anstrengend, aber ich habe das gemacht und ich bin heute sehr froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, weil dieses Wissen, was man in der Schule lernt, das kann man nicht nur so nebenbei lernen. Das geht nicht. Also in der Schule, wenn man wirklich auf diesen Weg vorbereitet, und das ist eine Fachausbildung. Da sind Sachen drinnen, also wie ein Betrieb geführt wird, alles, also das kann man gar nicht in einem Kaffeehaus lernen. Ja, ich habe erfolgreich mit einer Auszeichnung die Lehre abgeschlossen mit einer LAB. Und war richtig froh. Und es war mir noch nicht genug. Ich habe mich sehr viel engagiert im Hotel und das wurde auch gesehen. Mhm. Und bin mittlerweile, nach einer ganz kurzen Zeit, die Serviceleiterin im Restaurant. Ich habe einen 8-köpfigen Team und bin eine stolze Service-Hotel-Leiterin. Und was ich jetzt noch sagen möchte, dieser Beruf ist einfach nicht nur ein Beruf, das ist einfach Beruf mit Herz. Man arbeitet mit Menschen, bereitet schöne Momente und so wie die Frau Lengstein gesagt hat, Lehrlinge mit 16, 17, 18, die haben wirklich diese super Perspektive, man kann in die ganze Welt gehen, man kann viel sehen, man muss nicht für Urlaube Geld ausgeben, sondern noch Geld verdienen und die Welt anschauen. Und dann irgendwann zurückkommen, österreichische Lehrlinge sind sehr begehrt auf der ganzen Welt, eine von den besten Lehrlingen auf der ganzen Welt. Und dann irgendwann zurückkommen und einen schönen Hotel, so wie ich gefunden habe, in Hotel Lengstein, ich fühle mich wohl, ich bleibe sicher bis in Pension. Wenn ich noch anführen darf, sie hat jetzt auch, wir haben die Zeit, Corona-Zeit, auch genutzt für Weiterbildung, Fortbildung und sie hat jetzt auch die Ausbilderprüfung gemacht und wird sich jetzt sehr engagieren in der Ausbildung eben unserer Lehrlinge. Ich habe schon einen Lehrling. Ich habe schon einen Lehrling mit Erfolg, also. Super. Ja. Also Sie haben nicht nur einen Beruf gefunden, sondern die Berufung, könnte man sagen. Richtig. Und den passenden Richtig. Betrieb dazu. Richtig. Vielleicht können wir kurz auf das hinblenden, was Sie uns mitgebracht haben. Ja. So decken wir unsere Tische für den Abend für unseren Gast. Es hat alles seine Regeln. Also das kann nicht nur irgendwie. Das wird alles gelernt in der Schule. Wie schaut es bei den Servietten aus? Zum Beispiel fällt mir auf, dass die da sehr schön gefalten sind und auch anders einmal. Ja, jeden Tag haben wir eine andere. Einmal haben wir ein Hemd, eine Kerze. Das lernt man alles in der Schule. Mhm. Aber auch wir im Betrieb lernen wir unsere Lehrlinge nebenbei viele Faltentechniken. Und die Gläser, welche Gläser haben Sie da aufgestellt? Ich habe Weißweingläser und ein Wasserglas. Wenn ich weiß, ein Gast kommt und trinkt einen Rotwein, stelle ich noch ein Rotweinglas, so wie man das eben. Mhm. Vielleicht kann man kurz die einzelnen Messer und Gabeln erklären. Richtig. Und dann haben wir gleich was gelernt da heute. Ja, Ihnen
beim Gast sind immer Hauptspeisebesteck, Suppenlöffel Vorspeisebesteck und oben ist das Dessertbesteck. Super. Herzlichen Dank einmal dafür. Wir haben jetzt gesehen, also es ist, man lernt sehr viel, man lernt fachlich sehr viel, man lernt aber auch sehr viel fürs Leben. Die Sonnenseiten sind wir auch kurz durchgegangen. Was würden Sie sagen, sind die Sonnenseiten des Betriebes, nicht nur des Berufes, sondern des Betriebes? Die Sonnenseiten des Betriebes sind, dass wir wirklich aktiv jetzt diese Lehrlingsausbildungen bei uns fördern. Was bieten wir den jungen Menschen? Also allein wenn ich den Prozess einfach der Bewerbung ein bisschen beschreiben darf. Sie schicken uns eine schriftliche Bewerbung oder bringen eine vorbei. Dann lade ich den jungen Menschen mit Eltern mal ein und wir besprechen die unterschiedlichen Berufsbilder. Denn was uns, glaube ich, ja ausmacht, wir haben ja unterschiedliche Lehrberufe, die wir anbieten, weil auch ein Hotelbetrieb sich einfach aus mehreren Abteilungen zusammensetzt. Die Hauptabteilungen sind eben einmal Küche, dann einmal Service, Restaurant und die Rezeption. Und da gibt es dann einfach unterschiedliche Lehrberufe und Kombinationen daraus. Dann ist es so, dass wir einmal Schnuppertage vereinbaren, weil uns das ganz wichtig ist, dass einmal ein junger Mensch die Chance hat, darum auch mein Appell an die jungen Menschen, bitte nutzen Sie einfach auch Ihre Ferien, Ihre Zeiten, die Sie auch von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen, um sich, ja, um einfach diese Schnuppertage in Betrieben, in Berufen zu machen. Denn unsere Erfahrung ist, dass viele junge Menschen oft gar nicht wissen, wieso der Ablauf in einem Hotel ist. Sie haben ja irgendwelche Vorstellungen, weiß ich nicht woher, aber wir erleben das sehr oft, dass sie überhaupt nicht wissen, wie das ist, vielleicht auch noch nie selber in einem Vier-Stern-Hotel Urlaub gemacht haben. Und da bin ich gleich beim Nächsten, wenn bei uns die Schnuppertage absolviert wurden und wirklich das Interesse besteht, ja, ich habe das Gefühl, hier könnte ich mich wohlfühlen, dann laden wir mal Lehrling und Eltern ein, damit sie das einmal aus Sicht des Gastes erleben. Was bietet eben das Vulkanland Hotel Lehrlingstein? Nein, Nächtigung, also wie einen Gast. Die kriegen auch bei uns eine Reservierungsbestätigung, wo sie wissen, was sie alles machen können, erleben ein Check-in an der Rezeption, also sie durchlaufen alles, was wir im Haus vielleicht anbieten. Vielleicht darf man zuerst Urlaub machen und dann arbeiten. Genau. Richtig, denn das ist uns ganz entscheidend. Erstens einmal erlebt einmal der junge Mensch, in welchem Bereich er eben arbeiten möchte, sieht einmal, wie das ausschaut. Eltern sehen ja auch, so schaut möglicherweise der Betrieb aus, wo mein Kind seine Ausbildung absolvieren wird. Also das ist uns ganz wichtig. Ja, und wenn dann noch immer dieses Bedürfnis einfach da ist, wie die Marcella sagt, diese Berufung, ja, ich glaube, da fühle ich mich einfach wohl, dann setzen wir uns noch einmal zusammen und starten einfach mit der Lehrausbildung. Dann gibt es nach 4 Wochen Erstgespräch, nach 8 Wochen ein Gespräch und dann nach 12 Wochen, weil dann ist die Probezeit vorbei, die ganz wichtig ist. Das ist ein ganz tolles Instrument, das es da gibt. Ich habe 3 Monate Zeit, mir wirklich da zu überlegen und genau hineinzuschauen, ist es das, wo ich die Ausbildung machen möchte. Und dann, nach 3 Monaten, weiß auch jeder junge Mensch, ja, das ist es, oder nein, ich habe mir da doch etwas ausgesucht, wo ich mich nicht so sehe. Mhm. Jetzt nochmal kurz, damit wir es klar gesagt haben, welche Lehrberufe gibt es bei euch? Lehrberuf Koch-Köchin, Restaurant-Fachfrau-Fachmann, dann die Kombination aus diesen beiden, das ist dann auch 4 Jahre, das wäre die Gastronomie-Fachfrau, Gastronomie-Fachmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent, kurz der HGA, der eigentlich so alle Abteilungen eines Hotels kennenlernen soll und auch muss, ist auch im Berufsbild drinnen. Und jetzt seit 2020 neu, was mir sehr gut gefällt, die Kombination aus Abteilung Service und Rezeption, das ist der Hotel- und Restaurantfachmann-Fachfrau, weil das 2 Bereiche sind, wo ich mit Menschen zu tun habe. Mein Credo ist einfach, wenn jemand den Umgang mit Menschen mag, wenn er das liebt, wenn er gern Menschen verwöhnt und ihnen Gutes tun will, dann bist du im Tourismus einfach richtig aufgehoben. Und vielleicht erzählt die Marcella noch, weil wir haben uns ja sehr intensiv auch mit ihrem Fragenkatalog beschäftigt, weil da ist auch drinnen, was ist so das Schwierige an unserem Beruf? Sie wird das sagen aus ihrer Sicht, bei uns ist immer das Thema mit den Arbeitszeiten. Da habe ich vielleicht auch einen anderen Zugang, weil es wird immer nur der Tourismus gezeigt. Wir haben aber so viele Branchen, die auch in der Nachtdienst machen, Polizeirettung, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich.
Auch der Handel arbeitet am Samstag schon vollkommen normal. Bei uns ist so, dass bis 16 Jahren ist einmal der Dienst garantiert um 20 Uhr zu Ende. Bis 18 ist er garantiert 22 Uhr in Küche, Rezeption früher zu Ende. Man hat ja jeden zweiten Sonntag frei. Wir führen sogar einen sehr geregelten Dienstplan, speziell für junge Menschen, weil wir sehen diese Herausforderungen. 5 Tage, 6 Tage arbeiten. Sie sind 5 gewohnt von der Schule, 5 Tage arbeiten, 2 Tage frei. Also wir starten hier wirklich sanft in den Berufsalltag. Und wo ich sowieso ein Verfechter bin, weil ich einfach glaube, das ist die Zukunft des Tourismus, die 4-Tage-Woche. Wir haben sie im Service seit 2018. Auch nicht mehr wegzudenken, nein, oder Marcella? Das ist super. Also, probieren das auch gerade mit unserem Lehrling, weil sie schon 18 ist. Okay, die also darf 18 jetzt, darf ich dann die darf jetzt kommen. Probieren, wie es ihr damit geht. Und man hat natürlich mehr Arbeitsstunden am Tag, aber sie selber darf probieren, ob das für sie passt oder nicht. Weil es ist nicht für jeden das richtige Instrument. Es gibt auch Menschen, die sagen, nein, 8 Stunden ist sowieso für mich das, was ich gut leisten kann, und das andere ist mir zu viel. Aber diese hohe Flexibilität bietet nur der Tourismus. Das heißt, das kann wirklich ich im Gespräch mit Ihnen dann entscheiden, als richtig, Lehrling, also als 18-jährige Lehrling, so, möchte ich 4 Tage arbeiten. Genau, und auch probieren, weil sie kennt das ja noch nicht. Sie darf das jetzt einmal 3 Monate probieren und sie entscheidet, dann gibt es Feedback, geht mir gut damit oder nicht. Aber was mir immer so wichtig ist, diese Flexibilität mit den 4 Tagen, das haben nur wir. Ein Tischler kann sagen, Entschuldigung, von Montag bis Donnerstag und hast Freitag bis Sonntag frei. Bei mir im Service kann ein Service-Mitarbeiter, also nicht bei mir, bei der Marcella, in ihren Wunschkalender einschreiben, ich möchte frei haben. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Der kann 6 Tage am Block auch in den Urlaub fahren, hat aber keinen einzigen Urlaubstag verbraucht. Arzttermine mache ich am Vormittag, weil ich schreibe ein, bitte später einen Dienst. Also diese hohe Flexibilität, die kann nur der Tourismus bieten, weil wir eben 7 Tage in der Woche, im Normalfall 365 Tage, für unsere Gäste da sind. Das stimmt. Das heißt, ihr habt Zeit, um Urlaub zu machen. Genau. Genug. Wie schaut es aus? Jetzt haben Sie gesagt, jedes zweite Wochenende frei. Jetzt bin ich aber zum Beispiel in einem Verein tätig und da habe ich am Abend Training oder irgendwelche Treffen. Kann man dem auch entgegenkommen? Genau, und das ist uns wichtig, weil ein junger Mensch, wir reden gerade konkret davon, da möchte jemand bei uns die Lehre beginnen, der ist auch begeisterter Fußballer, dann werden wir von den Diensten, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt, man kann es nicht für immer garantieren, aber er entscheidet, wenn ihm das so wichtig ist, dort auch dabei zu sein, dann wird bei uns dienstplanmäßig einfach darauf Rücksicht genommen. Genau. So wie bei allen anderen auch. Ihr habt einen großen Wunschkalender. Das dauert von bei uns von 7 in der Früh bis 22 Uhr. Ich kann den so einteilen, dass er seine 8 Stunden arbeitet, auch durch mit einer Pause. Und dann kann er am Abend sein Sport oder auch ein Hobby nachgehen. Also das ist kein Problem. Was wir immer wieder merken, was vermehrt ein Thema wird von Eltern, ist Lehre mit Matura. Wir möchten gerne, dass die Kinder Matura machen. Kann ich Matura machen und was lernen? Ja, ich habe auch schon 2 erfolgreiche. Eine davon ist jetzt bei mir stellvertretende Rezeptionsleitung. Wir unterstützen das und fördern das sogar. Das Einzige, was ich empfehle dabei, ist einfach das Arbeitszeitmodell. Arbeitszeitmodell heißt 4 Tage arbeiten, 1 Tag in der Schule und 2 Tage frei. Freizeitmodell, wo es heißt 5 Tage arbeiten, 1 Tag Schule, 1 Tag frei, würde ich jungen Menschen einfach nicht empfehlen. Und es war auch, was ich gesehen habe, meine beiden haben erfolgreich die Lehre mit Matura absolviert, die das gemacht haben. Super, man kann also tatsächlich alles haben. Es ist sehr viel möglich und sehr viel flexibler, als man denkt. Ja, genau. Was man auch unbedingt, was wir im Vorgespräch auch gesagt haben, unbedingt erwähnen müssten, wäre die Verpflegung. Also ich kann nicht nur schlafen bei euch, ich kann arbeiten, ich kann auch hervorragend essen. Genau, und das ist auch, das steht auch unseren Mitarbeitern zur Verfügung. Sie gehen, so wie unsere Gäste auch, zum Frühstücksbuffet, zum Mittagsbuffet. Unser Küchenteam nimmt auf Wünsche, Unverträglichkeiten Rücksicht. Ja. Das heißt, man sagt, es gibt bei uns kein Kantinenessen oder kein Mitarbeiteressen, das vorbereitet wird. Nee. Das wird jeden Tag, so wie für unsere Gäste auch, wird auch für die Mitarbeiter frisch gekocht. Mhm. Wir hatten jetzt eine Mitarbeiterin, die hat täglich das Foto gepostet und ihrer Mutter geschickt, weil sie ihr zeigen wollte, wie gut sie jeden Tag isst. Mhm. Auch die Getränke dazu. Wir haben jetzt auch neue Espresso-Kaffee, gibt es bei uns noch, den wir alle gern
guten und starken Kaffee trinken, gibt es auch das jetzt kostenfrei für unsere Mitarbeiter. Und LAB mit Auszeichnung bei uns heißt, deine Führerscheinkosten werden dir ersetzt. Das heißt, ich komme mit der Rechnung zu Ihnen, wenn ich den Führerschein mache? Und die Kosten, wenn die LAB mit Auszeichnung bestanden wurde. Es gibt hier schon ein das Jahr und dann schon. Dann werden die Führerscheinkosten ersetzt. Mhm. Und zum Start gibt es bei uns einen 300 € 8-Städte-Gutschein für die Arbeitskleidung, Dienstkleidung, weil wir ja doch auch elegant gekleidet sein müssen. Und wir das schon in die Hände eben der jungen Menschen geben. Dafür gibt es einen Gutschein. Super, das hört sich alles sehr gut an. Wir sind jetzt auch ausgezeichnet. Genau, das wird ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe fast vergessen. Also, es werden bei uns Ausbilder geschult, Lehrlinge geschult. Es gibt ja auch diese Möglichkeit, wo ich schon gemerkt habe, unsere Jungen springen hier ganz auf diesen Austausch mit anderen ausgezeichneten Lehrbetrieben. Das heißt, man verbringt eine Woche in einem anderen Betrieb. Dafür kommt auch irgendwer zu uns. Auch Marcella war schon hoch erfreut. Aha, da kann man schauen, wie man super selber auch ausbildet, vergleichen. Ja. Und ja, sind wir sehr stolz drauf und freuen uns auch, dass wir da jetzt dabei sein können. Mhm. Das werde ich kurz noch erwähnen, die ausgezeichneten Lehrbetriebe. Ist eine Kooperation von 23 Tourismusbetrieben in der Südoststeiermark, in Hartberg, Fürstenfeld und in Weiz. Und es sind durch die Bank Tourismusbetriebe, die mehr bieten für die Lehrlinge, die sie wirklich persönlich auch annehmen, die Lehrlinge begleiten in persönlichen Gesprächen. Es wird ein Lehrlingsaustausch angeboten, wo man eine Woche schnuppert im Lehrjahr in einem anderen Betrieb. Mhm. Es gibt eine Lehrlingsakademie, wo man während der Arbeitszeit Seminare besucht. Das heißt, es ist ein rundes Paket, um die Lehrlinge zu begleiten, durch die Lehrzeit zu begleiten und aus ihnen dann so begeisterte Fachkräfte zu machen. Genau, die Frau Valenciak. Gut, Marlies, eine Frage gibt es noch aus dem Chat. Wie lange ist die Lehrzeit? Ja, die Lehrzeit, wie gesagt, die Kombinationslehrberufe haben 4 Jahre. Die reinen, also wenn ich immer eine Pro-Abteilung mache, also Küche oder Service oder Rezeption, sind sie 3 Jahre. Gut, sehr gut. Vielen Dank. Gerne darf ich Sie bitten, auch nochmal die Fragen-Hotline-Nummer einzublenden. Bedanke mich auch für die Rückmeldung. Wir haben auch schon ein Foto erhalten aus einem Klassenzimmer. vielen Dank. Ich hoffe auch die Audioqualität. Also es hat beim Ton vielleicht zwischendrin nochmal ein bisschen geruckelt, wie man so schön sagt. Aber das dürfte jetzt auch ganz gut funktionieren. Und ja, wir sagen herzlichen Dank für euren Besuch. Weiterhin so viel Freude am Beruf. Und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, wir können die Fragen auch nachreichen, auch nach der Sendung noch beantworten. Und man kann das ganze Interview mit euch auch online später nachschauen auf www.nicejob.at, eine Initiative des AMS Feldbach für die Jugendlichen in der Region. Und vielen Dank an unseren ersten Betrieb. Dankeschön. Dankeschön. Regie, wir dürfen weiter zum nächsten Betrieb. Wir begrüßen bei uns die Mare Kurhotels in Bad Radkersburg. Ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Derzeit beschäftigen wir in Bad Radkersburg rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 2 Lehrlinge. Wir wollen unsere Gäste 3 Wochen lang kulinarisch und gesundheitlich auf höchstem Niveau verwöhnen. Im Team legen wir sehr viel Wert auf ein vertrauensvolles und kollegiales Miteinander. Wir möchten mit der Ausbildung von Lehrlingen dem Fachkräftemangel entgegensteuern. Das war jetzt ein kurzer Einblick in das Hotel Fontana in Bad Radkersburg. Ich darf bei uns begrüßen die Katharina Urbanitsch, F&B-Managerin des Hotels, und das führt mich gleich zu meiner ersten Frage: Was oder wer oder wie ist eine F&B-Managerin? Also ganz kurz erklärt, eine F&B-Managerin ist für alles, was Getränke und Speisen betrifft, verantwortlich. Ganz einfach erklärt. Alles, was im Hotel rund um Speisen und Getränke passiert. Spricht vom Einkauf her, bis das Essen am Teller ist und das Getränk am Tisch steht. Frau Urbanitsch, wie wird man jetzt F&B-Managerin? Haben Sie das schon gewusst? Mit 5 Jahren, mit 6 Jahren, das möchte ich einmal werden? Oder hat es da ein paar Zwischenschritte gegeben? Ich wollte immer schon in die Gastronomie. Ich liebe es, mit den Leuten zusammen zu sprechen und
gesellige Stunden zu verbringen und habe mit 15 begonnen, eine Restaurantfachfrau-Lehre zu beginnen, habe dann ein paar Jahre in der Hotellerie verbracht und habe alle Abteilungen so quasi durchgemacht von der Pike auf und habe dann entschlossen, mich heraufzuarbeiten, wollte nicht schulisch weiter studieren und habe mich mit Kursen weitergebildet und habe bei der WIFI die Ausbildung zum F&B-Manager absolviert und leite jetzt seit einigen Jahren in der Mare-Gruppe das komplette F&B. Ein beeindruckender Weg, also von der Lehre über Weiterbildung, genau. Dann auch die beruflich unterschiedliche Stationen. Das Hotel Fontana, wer das von euch vielleicht nicht so kennt, ich habe mir da im Vorfeld ein bisschen das angeschaut, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das heißt, das ist ja doch nicht so klein. Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz den Betrieb ein bisschen vorstellen, da gibt es, glaube ich, auch mehrere Standorte. Genau, wir sind hauptsächlich spezialisiert auf Gesundheit, wir arbeiten mit verschiedenen Versicherungen zusammen, bei uns kann man klassisch die Kur über die Versicherung machen. Wir haben in Bad Rackersburg das Thermalhotel Fontana mit 200 Gästen, was wir hier verpflegen. Das Hotel Triest verpflegen wir mit 100 Personen und dann haben wir noch ein kleines Landhaus für Jahreszeiten, verpflegen wir 25 Personen. Zu unseren Unternehmen gehören auch Rehabilitationskliniken dazu. Dazu gehört die Klinik Judendorf-Straßengel, die Klinik Wilhering und auf der Stolzalpe haben wir auch etwas. Also es ist ein großes Unternehmen und es bietet auch die Möglichkeit, in verschiedenen Betrieben zu schnuppern und sich die verschiedenen Betriebe anzuschauen. Das heißt, ich kann als junger Bursch, als junges Mädchen, als Lehrling ich habe einen Hauptbetrieb, ich bin zum Beispiel in Bad Rackersburg, kann aber auch einmal wechseln in einen anderen Betrieb der Mare-Gruppe. Gerne, jederzeit. Ich finde es persönlich auch sehr wichtig, dass man immer verschiedene Betriebe ansieht und die Abläufe ansieht. Und das ist einfach wichtig, ja. Fein. Wir haben noch gar nicht gesprochen, welche Lehrberufe es bei euch gibt im Hotel. Das heißt, Sie selbst haben Restaurantfachfrau gelernt. Ja. Genau. Wir bilden aus Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann, Koch, Köchin oder Hotel- und Gastgewerbeassistent oder Assistentin. Das heißt, wir haben drei Lehrberufe hier, die ihr anbietet. Genau. Alle drei Lehrberufe haben eine Lehrdauer von 3 Jahren. 3 Jahren. Berufsschule ist auch immer wieder eine Frage, die kommt gerade vorher im Chat. Also wo ist die Berufsschule für eure Berufe? Ganz ein Heimvorteil hier in der Region. Wir genau. haben die Landesberufsschule Bad Gleichenberg. Ist vermutlich ganz sehr bekannt, weil es einfach eine Schule ist, die ja weit über die Lehrausbildung hinaus einen sehr guten Ruf hat. Und ja, das ist eigentlich ein Vorteil. Ja? Das heißt, ihr habt Lehrlinge. Berufsschule ist immer Thema mit der Entfernung, die in Gleichenberg auch nächtigen während der Berufsschule, im Internat oder manche auch nicht. Das kann man sich ja, glaube ich, auch aussuchen. Genau, also ich habe 2 Lehrlinge, die wohnen natürlich ganz in der Nähe. Die haben den Vorteil und die fahren natürlich jeden Tag nach Hause. Die können aber auch im Internat sein. Können natürlich auch im Internat sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, jeden Tag dorthin zu fahren. So, jetzt bin ich vom Hotel Fontana beeindruckt, sitze vor meinem PC zu Hause oder in der Schule und möchte mich bewerben. Wie mache ich das? Ja, einfach eine E-Mail schicken an das Hotel Fontana oder persönlich an mich und dann lade ich Sie zum Vorstellungsgespräch ein. Dann wird einmal komplett alles erklärt, wie das so funktioniert in der Lehre, was einem alles bevorsteht. Und dann machen wir natürlich auch jedes Mal Probetage, weil es ist auch in unseren Interessen von der Firma, auch Interesse von den zukünftigen Lehrlingen, das vorher sich genau anzusehen. Da machen wir meistens 3 Tage, muss ich ehrlich auch sagen, weil mit einem Tag ist es sehr schwierig zu entscheiden, weil es ist ja eine langfristige Entscheidung, ob ich das in Zukunft machen möchte oder nicht machen möchte. Nach den Probetagen wird sich noch einmal zusammengesetzt, dann wird die 3 Tage werden besprochen, wie das alles abgelaufen ist, wird ein Feedback zurückgeholt und
Meistens mache ich dann eine Bedenkzeit, dass derjenige eine Woche überlegt und dann setzt man sich noch einmal zusammen und dann bespricht man eben das Weitere. Jetzt haben wir das Wort besprechen gehabt, zusammensetzen. Was ist so eine typische Frage, die Sie an eine Bewerberin, an eine Bewerber, an einen Bewerber stellen in einem Bewerbungsgespräch? Was interessiert Sie da? Mir ist ganz wichtig in der Gastronomie, dass die mit Menschen können. Das gewisse Etwas, das kann man nicht erlernen, man muss das einfach können. Und das frage ich meistens immer, ob die Liebe jetzt da ist, entweder ob das jetzt ein Kellner ist, ob ich gerne mit Speisen arbeite oder mit Getränken arbeite oder an der Rezeption die Menschen begrüße. Für mich ist es eben wichtig, das gewisse Etwas. Ja, danke schön. Wie schaut es aus mit Zeugnisnoten? Wie relevant sind die für Sie? Für mich ist ganz ehrlich gesagt ein Zeugnis nicht ausschlaggebend für eine Lehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist der Mensch viel wichtiger wie ein Zeugnis. Ich hoffe, wir haben nicht alle ganz genau zugehört. Aber das Zeugnis ist ein Teil einer Persönlichkeit, aber hinter jedem und jeder von euch steht eine Person, die viele Talente und Stärken mitbringt und die gilt es, glaube ich, Frau Urbanitsch, die gilt es herauszufinden in einem Gespräch. Die Freude am Beruf, die Begeisterung, das Interesse, das sind für Sie ganz wichtige Faktoren. Genau. Wir haben eine Frage aus dem Chat. Jawohl, mach das. Wenn man sich jetzt noch nicht ganz sicher ist, man glaubt ungefähr, man möchte in den Tourismus gehen, kann ja einfach das offen lassen, schnuppern kommen und wirklich alle Bereiche mal durchgehen? Natürlich, auf alle Fälle. Das ist auch für mich das Allerwichtigste, alle Bereiche durchzuschnuppern, weil es eben eine langfristige Entscheidung ist, was mache ich. Und das ist sehr wichtig, eben alle Bereiche durchzuschnuppern. Und bin offen für alles. Da ich das selber auch alles auch gemacht habe und alle Abteilungen durchgemacht habe, ist das für mich sehr wichtig. So, danke, der Chat läuft. Also zuerst haben wir gesagt, habe ich versprochen, wir grüßen einmal die BTS Murek. Und ich muss liebe Grüße von uns allen, oder? An die BTS Murek. Wir sind da weit über die Region, auch die Musikmittelschule Graz, Schatze. Aber die Fragen. In welchem Fach sollte man eher gute Noten haben? Sie haben zwar gesagt, es ist nicht so ausschlaggebend, aber da möchte wer wissen, wo soll er sich doch mehr anstrengen? Es ist schwierig zum sagen. Deutsch, Mathematik. Also eher so ausgeglichen und genau, ein bisschen genau. Herz und ein Einfühlungsvermögen wahrscheinlich genau. Und Begeisterung mitbringen. Genau. Und die nächste Frage ist auch nicht unwesentlich für die Jugendlichen. Wie viel verdient man bei diesen Berufen? Also im ersten Lehrjahr verdient man 785 Euro brutto, im zweiten Lehrjahr verdient man 890 Euro brutto und im dritten Lehrjahr verdient man 1015 Euro brutto. Als ausgelernte Fachkraft verdient man 1688 Euro brutto. Und da diese Branche Tourismus und Gastgewerbe sehr gefragt ist, ist der Lohneinstieg immer höher, weil das ein sehr gefragter Beruf ist. Plus, was man nicht unterschätzen darf, das Trinkgeld. Gell? Genau, das ist sehr wichtig. Aber nichts verraten. Okay. Was schätzt ihr? Wie hoch ist das Trinkgeld eigentlich in einem touristischen Beruf, im Service, in der Küche? Was glaubt ihr? Gibt mal Chat kurz überlegen, vielleicht auch schnell was vielleicht in den Chat, wenn der Kollege von VulkanTV schnell mal noch die Nummer einblendet, dann werden wir mal in die Runde fragen, was ihr schätzt, wie viel Trinkgeld es im Service, nehmen wir den Restaurantfachmann, die Restaurantfachfrau, wie viel es da gibt. Und während ihr da Zeit habt, so ein bisschen zum Überlegen, muss ich ja die Frau Urbanitsch noch fragen, sie haben uns auch was mitgebracht. Etwas Typisches aus Ihrem Berufsfeld, aus einem Gastronomie- und Hotelleriebetrieb. Da steht irgendwas am Tisch. Ich habe gestern, muss ich zugeben, meinen Küchenlehrling gefragt, sage ich, du Kevin, was fasziniert dich so an deiner Kochlehre oder was begeistert dich einfach? Er hat zu mir gesagt, die Gewürze interessieren ihn sehr und er hat am Anfang überhaupt nichts mit Gewürzen anfangen können, für was typisch ist. Und
Er liebt es einfach, mit den Gewürzen zu würzen. Und ich habe heute mitgebracht einen Rosmarin. Es ist ein Allrounder-Gewürz. Man kann Fleisch damit würzen, Fisch, Gemüse, auch Desserts. Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele Gewürze es auf der Welt gibt, aber es sind, was ich weiß, ziemlich viele. Das heißt, sehr viele. Der Beruf ist kreativ, bleibt spannend, man kann variieren und man kann komplett neue eigene Mischungen sozusagen verwirklichen. Man kann die Kreativität vollkommen ausleben mit den verschiedenen Gewürzen. Ja, Mali, es gibt schon Antworten auf unsere Frage. Was sind die Schätzungen Trinkgeld im Bereich Tourismus? Was sagt die Nachrichtenbox? Wir schwanken zwischen 15 und 500 Euro. Okay. 500 Euro wahrscheinlich, wenn es Saison ist. Am Tag, in der Woche? Am Tag 30 Euro, dann haben wir dort 350 in der Woche. Hängt wahrscheinlich, muss man fairerweise auch sagen, vom Betrieb ab. Was sagt die Frau Urbanetsch dazu? Wenn ich eine gute Kellnerin bin und das wirklich mit Leidenschaft oder so mache, sind 250 Euro in der Woche überhaupt kein Problem. Und das kommt dann noch dazu? Also zum Lehrlingseinkommen oder zum Gehalt kommt das dazu? Das kommt dazu, genau. Ich muss dazu sagen, ich in meiner Lehrzeit damals durfte sehr viel kassieren und habe meine Lehrlingsentschädigung nie vom Konto angreifen müssen. Ich habe nur von meinem Trinkgeld gelebt. Und man kann sehr gut dazu verdienen. Eine interessante Botschaft. Also nur vom Trinkgeld gelebt, muss man aber fairerweise auch dazu sagen, hängt immer ein bisschen vom Betrieb ab, genau, von der Situation. Natürlich. Aber es gibt, deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Lehrbetrieben auszuwählen. Der Herr Hacker vom AMS Feldbach hat uns heute ja berichtet, dass es über 120 Lehrstellenangebote in der Region gibt. Viele Möglichkeiten. Frau Urbanetsch, abschließend noch ein Tipp an die Jugendlichen und auch an die Erwachsenen. Wir haben heute schon gehört, man lernt ja nicht aus. Es gibt das Stichwort des lebenslangen Lernens. Es gibt auch Erwachsene, die im zweiten Bildungsweg oder überhaupt auch erst eine Lehre starten. Was ist Ihr Tipp für Jugendliche, für Erwachsene, die auf Jobsuche sind, die überlegen? Mein Tipp ist, die Gastronomie schreckt am ersten Blick immer etwas ab, eben die Arbeitszeiten, der Verdienst, aber in der heutigen Zeit ist es ganz anders wie früher und es ist eine sehr, sehr vielfältige Branche. Man kann so viel im Tourismus und in der Hotellerie machen und bewerben, bewerben, bewerben. Gut, eine Frage, Marlies, haben wir noch oder zwei genauer gesagt, die Aufstiegsmöglichkeiten, die haben wir mit Ihnen als Karrierebeispiel schon erklärt. Man kann F&B-Manager werden und sich weiterentwickeln. Die nächste Frage ist, kann man eigentlich nur Rezeptionist lernen oder was muss man dazu lernen? Man kann auch nur Rezeptionist lernen und es wäre dann Hotelkauffrau oder Hotelkaufmann. Ist auch mit 3 Jahren und verbringt man die ganze Lehrzeit 3 Jahre an der Rezeption. Oder ansonsten wäre es im Hotel- und Gastgewerbe. Genau, bei Hotel- und Gastgewerbeassistent ist immer ein zweiter Beruf dabei. Das heißt, entweder verbringe ich dann die eine Hälfte im Service oder eine Hälfte in der Küche und die andere Hälfte an der Rezeption. Das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel, eben, dass ich von jeder Abteilung einen Einblick habe. Gut, vielen Dank, Frau Urbanetsch. Hotel Fontana aus Bad Rackersburg, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2 Lehrlinge, 3 Berufe. Ein spannender Einblick. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Und weiter geht unsere Runde, Marlies, mit der Resch Fertigungstechnik und Prototyping aus Gloiach. Und wir schauen uns als erstes wieder ein paar Bilder vom Betrieb an. Du willst aus einem Rohmaterial innovative Produkte herstellen? Oder Ideen auf Papier bringen? Oder den gesamten Produktablauf im Auge behalten? Dann ist eine Lehrstelle bei uns, der Resch GmbH, genau das Richtige. Als Prototypenbauer und Fertiger im Hightech-Bereich ist es unsere Aufgabe, neue und einzigartige Produkte herzustellen und Ideen umzusetzen. Wir wachsen jeden Tag an neuen Herausforderungen und dazu benötigen wir kluge Köpfe, die mit uns wachsen.
So, wir haben da die Firma Resch, Fertigungstechnik und Prototyping. Herzlich gut an. Was ist es und wer seid ihr? Ja, grüß Gott. Wir freuen uns, dass wir heute da sein dürfen und die Chance nutzen dürfen. Ja, wer sind wir? Wir sind ein kleiner Familienbetrieb aus Gleuach. Es ist ein Teil vom St. Stephan im Rosenthal, das vielleicht eher ein Begriff ist. Unsere Aufgabe ist es eben, Prototypen herzustellen für Kunden, die Probleme in den verschiedensten Bereichen haben. Also wir stellen her Prototypen von der Automobil bis zur Medizintechnik, bis zur Messtechnik, Musikindustrie, Licht, also alles Mögliche. Und dabei haben Sie den? Wir haben den Andreas dabei. Ich bin der Konstrukteurlehrling im ersten Lehrjahr. Und ja. Das heißt, du bist ganz frisch dabei. Wann hast du angefangen? Im September habe ich begonnen. Du lernst Konstrukteur. Fangen wir gleich mit dem Konstrukteur an. Also ihr bietet drei Lehrberufe an. Den Konstrukteur, Konstrukteurin, Metalltechnik und Prozesstechnik. Genau. Ja, also wenn ich jetzt mal Konstrukteur so vorstellen darf, da haben wir jetzt zum Beispiel Teil, wo die Aufgabe ist für uns, vom Kunden, dass wir so ein Messgerät machen, was die Partikel vom Treibstoff misst, und dann haben wir halt da mit dem Computer, mit dem CAD-Programm Teil aufgebaut, und dann haben wir da das daraus halt entwickelt. Das ist halt immer, zuerst wird das aufgebaut, dann kommt die Zeichnung für die Werkstatt, damit sie die Werkstatt auskennt, was sie da eigentlich machen müssen. Und dann haben wir da das Endprodukt. So habe ich eigentlich ist das im Groben und Ganzen der Konstrukteur erklärt. Das hast du jetzt auch noch nicht gemacht, weil du hast erst angefangen. Ich bin ein bisschen reingeschnuppert einmal und geschaut halt, wie das abläuft alles. Und ja, das hat eigentlich ganz gut gepasst alles. Mhm. Und der Konstrukteur an sich, der zeichnet und plant das. Genau. Ja. Der Konstrukteur an sich hat eben immer die Aufgabe, das Problem vom Kunden zu lösen. Das wird im Team dann besprochen, im Team durchgeredet, ein Konzept erstellt. Dann wird es am Computer mit einem Programm eben aufkonstruiert. Und danach braucht natürlich der Rest der Betrieb die Zeichnung. Und dann werden die Zeichnungen erstellt, ausgedruckt und dann in den Rest des Betriebes dann ausgeteilt. Mhm. Und was macht der Rest des Betriebes dann damit? Ja, der hoffentlich macht ein ganz tolles Produkt raus. Wer greift da dann als nächstes ein? Ja, der nächste Beruf wäre dann der Prozesstechniker. Mhm. Das ist, wie der Name eben schon sagt, der Prozess an und für sich begleitet er im gesamten Betrieb. Das fängt eben ab dem Zeitpunkt an, nachdem der Konstrukteur oder die Konstrukteure das Produkt entwickelt haben. Beginnt seine Aufgabenstellung, da muss er mal schauen, gibt es genug Maschinen im Haus? Er macht eben die Produktionsplanung, haben wir Maschinen frei, haben wir Mitarbeiter frei, die das Produkt herstellen können? Dann muss er natürlich schauen, was brauchen wir dazu, damit wir das Produkt herstellen? Also er muss das Material besorgen, er muss die Werkzeuge besorgen und eben auch das Rundum, zum Beispiel CAM-Programme. Und dann geht es natürlich für ihn weiter, die Zeichnung kommt dann in die Fertigung. Dann schaut eben auch der Prozesstechniker, dass er mit dem Produkt mitgeht, also den ganzen Prozess entlang. Er ist während der Fertigung dabei, schaut, ob die Qualität passt, gibt Hilfestellung, dann kommt das Produkt von der Fertigung raus in den nachfolgenden Abteilungen, und da ist der Prozesstechniker immer dabei. Er macht dann die Qualitätskontrolle, er macht das Finishen, das ist eben das Aufbereiten vom Produkt. Dann schaut er natürlich, viele Teile müssen dann ja auch dann auch noch behandelt werden. Bei uns heißt das Eloxieren, man kann sich das vorstellen, es kommt so eine Farbschicht drüber zum Beispiel, oder sie müssen verschweißt werden oder sonst irgendwelche Sachen. Das organisiert auch der Prozesstechniker, und ganz zum Schluss organisiert er natürlich, dass das Teil perfekt eingepackt zum Kunden kommt. Das nennt man dann die Logistik. Und im Laufe der Lehre als Prozesstechniker ist man eben in jedem dieser Bereiche, und zum Schluss entscheidet man sich nach der LAB, in welchem Bereich möchte ich dann wirklich arbeiten. Und der Metalltechniker, den haben Sie jetzt auch noch als Beruf dabei? Genau, das ist eben der Teilbereich dann in der Fertigung. Magst du? Ja, da, wenn man da jetzt das herzeigen kann, da sieht man halt, das bekommt der Metalltechniker als erstes, da sieht man das Rohmaterial, dann kommen wir wieder ins Spiel, als Konstrukteur kriege ich die Zeichnung, dann schaut er sich das an, wie ich das fertigen kann, und dann sieht man da die Schritte, wie das halt zum Endprodukt. Also das untere ist das Ding, und aus dem macht er das dann. Dann programmiert er das mit dem Programm. Und du zeichnest das, wie das gemacht wird? Und ich zeichne das quasi, das Endstück, und dann sind da die einzelnen Schritte, wie der vorgegangen ist. Das heißt, du zeichnest das, der Prozesstechniker geht die Schritte mit, genau, von unten hinauf,
Und der Metalltechniker fertigt es dann. Ja. Der schaut sich die Zeichnung an, der hat das Material in der Hand. Auf der Zeichnung sind jetzt alle Maße, die er eben braucht, was er eben das Programm an der Maschine programmieren kann, damit er das Programm programmieren kann. Und dann nimmt er das Metall. Man kann sich das vorstellen, diese CNC-Fräs- und Drehmaschinen sind riesige Maschinen. Man spannt das Metall dann in der Maschine ein, nimmt die notwendigen Werkzeuge, spannt sie ein. Daneben ist ein Computer, auf dem wird eben anhand der Zeichnung, die die Konstrukteure erstellen, das Programm geschrieben. Tür zu, Knopf drücken und wenn man Glück gehabt und alles richtig programmiert hat, kommt halt zum Ende dann das Produkt oder eben die verschiedensten Produkte raus, die dann in allen Bereichen gebraucht werden. Von der Automobilindustrie, eben wie wir schon gesagt haben, Luftfahrt, Raumfahrt, Messtechnik, Musik. Gibt es was, auf das ihr besonders stolz seid, wo das Produkt benötigt wird? Was sind Lutz auch dabei? Wir sind immer ganz besonders stolz auf die Lösungen. Also es ist für uns einfach wichtig, sie immer mit was Neues zu bestellen. Unser Team ist einfach schon so gestrickt. Immer was Neues, wenn die Probleme kommen, sie damit auseinandersetzen und dann, ja, jetzt haben wir es und dann, ja, jetzt können wir es liefern. Das ist eigentlich das, was man, was immer der beste Moment ist, wenn man das dann den Kunden liefern kann. Das ist für uns eigentlich, ja, auf das sind wir schon stolz, dass wir ziemlich schnell und ziemlich viel Lösungen eigentlich im Betrieb immer erreichen. Das heißt aber, wenn ich jetzt mich als Lehrling oder Schüler bei euch bewerben möchte, dann darf ich nicht so sehr die Einstellung haben, na ja, das kann ich jetzt nicht und ich probiere es gleich gar nicht. Ja, das wäre nicht ganz, ich meine, das sollte man sowieso nie im Leben haben, diese Einstellung. Immer probieren, immer probieren, weil was soll schon passieren? Man macht einen Fehler, dann fängt man wieder von vorne an oder es taugt dann nicht und man lässt es bleiben. Man muss nicht immer, ja, man sieht immer alles, niemand ist perfekt. Das also einfach mal Spaß. Drüber dran schauen, ausprobieren. Genau. Das ist ganz wichtig. Das ist ja der Spaß an der Geschichte. Nur zu den Eckdaten, der Konstrukteur hat 4 Jahre Lehrzeit, der Metalltechniker 3,5 Jahre und der Prozesstechniker auch 3,5 Jahre. Die Berufsschule ist wo? Also für den Konstrukteur ist sie aktuell in Graz, also St. Peter, und die anderen sind alle in Knittelfeld, was ich soweit weiß. Ja. Okay. Seid ihr ein burschenlastiger Betrieb? Ja, 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Aber ich denke, wir haben 2022, da ist es eigentlich nicht mehr das Thema, dass Frauen in dem Beruf arbeiten. Das ist ein ganz normaler Beruf. Also wir haben, die schreiben genauso die Programme und ja, das ist eigentlich jetzt nicht mehr das Thema, Frau oder Mann. Das heißt, also auf keinen Fall abschrecken lassen, die Mädels auch bewerben. Ihr freut euch, das tut dem Team wahrscheinlich gut. Ja, natürlich. Natürlich, ist ja gar kein Thema mehr irgendwie. Also sollte gar kein Thema mehr sein. Wie schaut jetzt die Bewerbung ab? Also wenn ich mich bewerbe, wie schaut der Prozess aus? Ja, also wenn man sich interessiert, ist einmal der beste Weg, dass man einfach uns einmal anschreibt auf Mail, entweder an die Office-Stelle oder an die Personalverrechnungsstelle. Wenn man es gern persönlich hat, kann man natürlich auch anrufen. Wir werden dann die Daten aufnehmen und wir haben immer 2-mal im Jahr Lehrlingstage, die wir eben damit verbringen, alle, die sich bewerben und die sich bei uns für uns interessieren, einzuladen, einen ganzen Tag lang. Und da kann man dann wirklich durch die Bereiche durchschnuppern, entweder in der Werkstatt oder im Büro bei den Konstrukteuren. Man macht dann auch ein eigenes Werkstück und zum Schluss wird sie dann eben ausgesprochen anhand von einem Bewerbungsgespräch, ob das für uns beide dann passt und danach ist eben die Entscheidung. Fallen Ihnen sonst noch Eigenschaften ein, wo Sie sagen, das ist super, das passt dann zu uns in den Betrieb, das würde Lernen mitnehmen. Muss man in Mathematik gut sein oder kann ich sagen, ich interessiere mich für den Beruf, bin jetzt vielleicht nicht ganz so fix in Mathematik, aber würde gern bei euch zum Lernen anfangen? Ja, das Wichtigste oder die wichtigste Eigenschaft, die man bei uns braucht, ist neugierig sein. Also das ist einmal das Allerwichtigste. Man muss sich wirklich für Sachen interessieren, man muss neugierig sein, man muss irgendwie den Traum haben, was zu lösen. Und natürlich gern dann die Grundfähigkeiten dazu. Mathematik ist toll. Alles, was man sich erlernt und was man in der Schule sich anlernen kann, hilft in allen Lebensbereichen. Das ist einfach so. Aber es gibt auch Unterstützung bei euch im Betrieb. Also wenn ich mir irgendwas schwerer tue, dann kann ich zu euch kommen. Ja, wir haben auch jedes Monat eine Lehrlingsschule, wo eben immer wieder diese Themen aufgearbeitet werden, was halt vielleicht der eine oder der andere Probleme hat. Das ist einmal im Monat, ja. Also wo ein Wille, da ein Weg. Also die wichtige Botschaft, man wird nicht allein gelassen. Ihr begleitet den Lehrling durch die Lehrzeit. Auf jeden Fall, da bemühen wir uns wirklich, ja. Marlies, wir haben wieder Fragen aus dem Chat. Frau Resch, eine Frage, die natürlich immer wieder kommt und die aber auch wichtig ist für euch.
Was verdient man? Ja, als Konstrukteur kann ich sagen, verdient man im ersten Jahr um die 700 Euro, im zweiten um die 900, im dritten um die 1200 und im vierten um die 1600 Euro. Genau. Brutto halt. Okay. Ja, vielen Dank. Und gibt es da noch auch Zusatzleistungen des Betriebes, wenn man jetzt die Berufsschule ganz besonders gut schafft oder irgendwas anderes? Ja, da gibt es immer Prämien nach jedem Jahrgang, wo die Berufsschüler zurückkommen. Bei der LAB gibt es natürlich besondere Prämien. Im Betrieb haben wir verschiedene Benefits, wie zum Beispiel, wir haben eine Betriebsküche, es gibt Frühstück, ja, also Mittagessen jeden Tag. Wir haben, ja, die Arbeitskleidung ist bei uns im Betrieb, was gestellt wird. Wir haben natürlich immer wieder Ausflüge, wir haben monatliche Veranstaltungen, wir haben Küchenfeste, wir fahren wohin, wir haben im Haus feiern, wir haben sportliche Möglichkeiten, wo man sich den Gruppen anschließen kann. Also wir versuchen durch die Bank halt immer irgendwas zum Anbieten und zu machen. Eine schnelle Frage ist auch noch gekommen. Ja. Wie lange gibt es die Firma Resch schon? Die Firma Resch ist passiert, zufällig, im Jahr 2000, nebenberuflich, von meinem Mann und von mir. Wir haben dann 2005 eine GmbH gegründet und haben dann 2006 den ersten Mitarbeiter angestellt, Halbtag, weil wir gedacht haben, naja, mehr werden wir nie brauchen. Da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Mittlerweile haben wir eben 60 Mitarbeiter. 60, mhm. Ja. Und die Firma ist eigentlich jetzt, seit sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, 15, 16, 17, so, so viele Jahre alt, also ja. Wahrscheinlich so alt, ja. wie knapp oder ein bisschen mehr wie viele unserer Zuschauerinnen, genau, und ja. Zuschauer. Ja. Genau. Andreas, dich muss ich noch was fragen. Was ist das Beste an deinem Beruf? Ich finde, das Beste ist einfach, wenn du siehst, du sitzt vor dem Computer, siehst das 3D-Teil auf dem Computer und dann, wenn es wirklich fertig ist und das in der Hand hast und einfach weißt, okay, das habe ich aufgebaut, das habe ich da jetzt in der Hand, das ist eigentlich durch mich entstanden. Das finde ich eigentlich das Beste. Dann siehst du echt, aha, das habe ich so gemacht, das habe ich so gemacht. Und das, also auf dem Computer ist es oft schwierig, dass man echt sieht, wie das halt dann in echt ausschaut. Und dann, wenn es mit der Hand hat, ist es dann schon lässig. Und eure Teile, ich glaube, es ist auch schon gefallen, sind ja auf der ganzen Welt unterwegs. Genau, ja, das stimmt. Irgendwann in St. Stephan und drei Tage später ja, stimmt. Irgendwo auf der ganzen Welt verstreut. Gibt es auf dem Mond da irgendwas von euch? Ja, wir arbeiten aber der Raumfahrt mit. Okay, das war nicht einmal abgestimmt, die Frage, aber ja. Ihr seid auch in der Raumfahrt unterwegs. Ja. Das heißt, der Andreas, ich weiß nicht, der ist relativ groß, ich weiß nicht, ob er in einer Raumkapsel Platz hat. Wird schwierig. Zuerst nochmal konstruieren. Ja. Gut, Marius, haben wir noch eine Frage? Nein, einen wichtigen Tipp haben wir noch. Ihr habt jedes Jahr zweimal die Lehrlingstage. Genau, ja. Das heißt, wann findet der nächste statt? Im Juni. Und da kann ich mich bei euch vormerken. Ja, lassen. Jetzt schon. Und wir schicken dann vor den Lehrlingstagen einfach an die Personen, die uns ihre Adressen preisgegeben haben oder ja, Telefonnummern, die informieren wir dann rechtzeitig vorher, wenn der Lehrlingstag dann stattfindet. Vielleicht sagen Sie die E-Mail-Adresse kurz, wo wir sie. Ja, office@resch-gmbh.at. Genau, also dort einfach hinschreiben, wenn man Interesse hat. Und man wird dann zu den Lehrlingstagen eingeladen. Dann kann man reinschnuppern, genau. Und dann kann man schauen, ob einem das gefällt. Genau. Haben wir noch Fragen oder sind wir es soweit? Wir haben noch was Spezielles vor, aber das machen wir nach dem Besuch von der Firma Resch. Okay, dann sind wir neugierig. Gut. Dann sagen wir danke. Das heißt, wir wechseln zu unserem nächsten Betrieb. Das ist, wenn unsere Liste stimmt, das Autohaus Ulz. Und bevor wir den Gerhard Winkler und seine Kollegin begrüßen dürfen, schauen wir uns ein paar Bilder vom Betrieb an. Seit über 70 Jahren ist das Autohaus Ulz ein Familienunternehmen und einer der größten Lehrbetriebe der Region. Zurzeit sind 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 13 Lehrlinge. Mit den Marken Mercedes und Ford sowie einem riesigen Gebrauchtwagenangebot, einer Pkw-Werkstatt und dem größten Nutzfahrzeugzentrum in der Südoststeiermark sind wir der Ansprechpartner, wenn es um Fahrzeuge geht. Als Serviceprofis bieten wir nicht nur unseren Kundinnen und Kunden ein umfangreiches Angebot, sondern übernehmen auch Verantwortung als sicherer Arbeitgeber in der Region.
Ja, herzlich willkommen in der nächsten Runde. Wenn ihr jetzt sagt, der nächste Betrieb steht in den Startlöchern, dann passt das gut, weil Start, das ist immer was, wenn man ein Auto in Bewegung setzt, dann startet es, dann geht's los. Der Gerhard Winkler und die Cornelia Löscher vom Autohaus Ulz sind mit einem ganz neuen Fahrzeug angereist. Wenn man das ein bisschen aussieht, sieht man da, dass das AMS und das Autohaus Ulz gemeinsam ein neues Fahrzeug herausgebracht haben. Lieber Gerhard, bevor wir jetzt zu euch als Betrieb kommen, haben wir eine ganz wichtige Aufgabe. Nämlich, wenn es stimmt, dann hat einer unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, also in dem Fall ein Zuschauer, der Kilian Ferk, heute Geburtstag. Stimmt das so? Mhm. Aus Murek. Singen tun wir nicht, aber wir gratulieren natürlich ganz herzlich und wir wünschen dir, dass du vor allem einen tollen Beruf findest, der dich in deinem Leben begleitet, der dir Freude macht. Und vielleicht ist es ja das Autohaus Ulz, das wir uns jetzt genauer anschauen. 100 steht da auf meinem Kärtchen. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter circa hat das Unternehmen, das Autohaus Ulz. Sehr beeindruckende Zahl, beeindruckender Betrieb. Wir haben uns ja auch, wir haben auch die Fotos gesehen. Lieber Gerhard, darf dich ganz herzlich begrüßen mit deiner Kollegin, mit der Cornelia Löscher, und darf dich vielleicht bitten, ganz kurz den Betrieb vorzustellen. Gerne. Und vor allem auch, was ist dann, werden wir mal drüber sprechen, was ist die Aufgabe von euch beiden im Betrieb? Also mein Name ist Gerhard Winkler, ich bin in der dritten Generation Geschäftsführer im Autohaus Ulz, zusammen mit meinem Bruder Herbert und der Schwester. Wir haben ja das Glück, dass unser Unternehmen schon über 70 Jahre existiert. Der Opa hat eben nach dem Krieg angefangen und wir haben dann die Marken Ford und Mercedes-Benz, die wir betreuen, und mittlerweile haben wir ca. 100 Mitarbeiter, davon sind ca. 13 Lehrlinge. Das schwankt immer ein bisschen, weil irgendwann macht einer LAB, dann nehmen wir wieder ein paar Leute auf. Also im Schnitt nehmen wir 4 bis 6 Lehrlinge pro Jahr auf und wir freuen uns schon auf eure Bewerbung. Ja, das war gleich mal eine direkte Botschaft von Gerhard Winkler. Und wenn sich jetzt jemand bewirbt, wir fangen jetzt gleich mal mit dieser Seite an, bevor wir überhaupt verraten, welche Berufe das gibt, kann ich aber schon verraten, die Bewerbung geht dann zu Frau Löscher, oder? Richtig. Aber zuerst doch einmal herzlichen Glückwunsch, lieber Kilian, zu deinem Geburtstag. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Und wie gesagt, vielleicht wirst du ja der nächste Serviceprofi. Ja, Frau Löscher, man merkt, Sie sind auch Profi, nämlich in der Betreuung, in der Auswahl von Jugendlichen, weil wenn ich so richtig informiert bin, sind ja Sie eine zentrale Schnittstelle für die Lehrlinge im Betrieb. Von welchen Berufen reden wir mal überhaupt beim Autohaus Ulz? Ja, wir suchen jetzt derzeit also PKW, LKW, also Nutzfahrzeugtechniker und Einzelhandelskauffrau, Kaufmann für Kfz-Ersatzteile. Gut, also zwei komplett auch unterschiedliche Berufe. Mhm. Einmal in der Werkstatt, wenn ich das so ganz einfach sagen kann, und einmal im Bereich Handel, Ersatzteil, Lager. So sind das so circa die zwei Gebiete, wo man sich bewegt. Ja. Wie lange ist da die Lehrzeit in diesen Berufen? Naja, wir haben die Landesberufsschule in Anfels, das ist in der Südweststeiermark. Dort befindet sich im Endeffekt unser Ausbildungszentrum, wo die Lehre dual stattfindet. Wir versuchen natürlich bei uns im Betrieb so viel wie möglich abzubilden. Natürlich können wir nicht immer alles so anbieten und die Ergänzung ist eben in der Berufsschule. Ein Turnus dauert 9 Wochen. Das heißt, in dieser Zeit müssen wir natürlich schon versuchen, dass die Lehrlinge auch relativ viel an Wissen mitbringen, damit sie dort in der Schule auch bestehen können. Und das Thema ist auch, wir bilden nur mehr Lehrlinge aus im dualen Ausbildungssystem, sprich auch in Doppelberufen, Kfz-Techniker und Elektriker, weil sich bei uns eben im Berufsbild sehr viel verändert hat. Man weiß ja mittlerweile, dass nicht mehr so viele mechanische Arbeiten zu tätigen sind, sondern oft ist es ja, ich habe ein Problem mit dem Fahrzeug, es geht irgendwo die Komfortelektronik nicht oder ich stehe, weil das Fahrzeug in den Notlauf geht. Das heißt, sehr viel Diagnose und im Endeffekt Arbeitsleistung, wo man eben eine Fehlersuche und dann im Folge drauf auch eine Reparatur erst durchführt. Der zweite Bereich ist im Handel, das ist eben der Schwerpunkt für Kraftfahrzeuge und Ersatzteile. Da ist die Berufsschule in Hartberg. Der Turnus dauert wieder 9 Wochen pro Jahr, das ist aber nur eine Lehrzeit dann von 3 Jahren. Und wir bilden in diesem Bereich auch Lehrlinge aus im
im Bereich Automobilkaufmann als Ergänzung. Das ist nämlich so ein Sonderteil, den es auch gibt, den man zusätzlich machen kann, wenn man diesen Schwerpunkt hat und das dann dazu nehmen möchte, weil man sagt, okay, ich habe Emotionen, ich möchte Auto verkaufen, Handel ist gut, aber ich möchte mich da auch noch ein bisschen erweitern. Also sehr viele Möglichkeiten, auch Möglichkeiten, etwas zu entdecken, wenn man zu euch schnuppern kommt. Da kann man auch mal natürlich wahrscheinlich schauen, welche von diesen verschiedenen Richtungen und Möglichkeiten liegt mir. Wie läuft so ein Schnupperpraktikum bei euch ab, Frau Löscher vielleicht? Ja, zuerst gibt es einmal dieses persönliche Gespräch. Also bewerben kann man sich da über die Homepage direkt vor Ort mit den Bewerbungsunterlagen oder telefonisch. Wobei telefonisch kommt es sehr gut an, wenn der Lehrling oder der Bewerber selbst anruft und nicht die Eltern. Möchte ich nur so kurz dazu sagen. Danke für den Tipp. Ja, beim persönlichen Gespräch, das ist einmal so ein erstes Kennenlernen, wo ich Fragen stelle, wo der Lehrling Fragen stellen kann natürlich. Und dann gibt es einmal bei Aufgaben, ich sage ganz bewusst nicht Tests, weil das ist so negativ behaftet, sondern es gibt Aufgaben, um festzustellen, ob das technische Gehen ein bisschen vorhanden ist. Da geht es um schriftliche Aufgaben, aber auch um praktische bzw. handwerkliche. Und ausschlaggebend für die Aufnahme ist dann eigentlich oder sind ist die Schnupperwoche oder die Schnuppertage. Und unsere oder meine Kollegen, die können das sehr wohl herausfinden, ob ein Potenzial vorhanden ist für die nächsten Service-Profis. Muss man eigentlich zu Hause schon herum, so typisch hat man ja früher immer gesagt, wenn die zu Hause schon herumschrauben und herumprobieren, muss man jetzt, wenn ich zu Hause nicht die Möglichkeit habe, wenn ich einfach gar keine Gelegenheit gehabt habe, irgendwie schon etwas herumzuprobieren, herumzuschrauben an einem Moped, Fahrrad, was weiß ich, muss ich dann Angst haben oder werde ich trotzdem, welche Berührungsängste, man macht sich natürlich viele Gedanken vor einer Bewerbung. Ja. Aber das braucht man überhaupt nicht haben, es sind keine hochwissenschaftlichen Aufgaben, sondern ich denke mal, wenn man das drinnen hat, dieses Gespür hat oder ein Fisch im Wasser ist und sich automatisch, wenn man Interesse hat, beschäftigt man sich mit der Materie. Und bin jetzt ganz, nicht weitersagen, aber ich verrate euch eine Frage von unserer schriftlichen Frage. Vom Bewerbungstest. Vom Test, vom Technikerquiz, ja, wie wir das nennen. Technikerquiz, ja. Genau. Technikerinnenquiz, ja. Technikerinnenquiz, ja. Woher kommt die Antriebskraft eines Fahrzeuges? Ist eine ganz so simple, einfache Frage. Und wer sich ein bisschen für das interessiert, braucht gar nicht noch den. Jetzt testen wir das gleich mal mit meiner Kollegin, mit der Marlis. Also, liebe Marlis, woher kommt die Antriebskraft eines Fahrzeuges? Stimmt die Frage so? Ich habe einen kleinen Startvorteil, ich habe mit der Frau Löscher. Aber das hätte ich auch so gewusst unter uns. Hat der sie mir gesagt am Telefon. Genau. Okay. Das habe ich wieder nicht gewusst. Ja. Gut, aber was wir auch nicht wissen, ist eine Frage, die da aufgetaucht ist. Das Autohaus Uitz, gibt es einen Standort, gibt es mehrere Standorte im Bezirk? Wie seid ihr da aufgestellt? Naja, wir hatten einen Standort im Zentrum in der Schillerstraße, eben neben dem AMS. Der ist ja mittlerweile aufgelöst und anderwertig vermietet und betreut. Unser Standort ist im Westen von Feldbach. Wir haben nur diesen einen Standort mehr, weil wir ja früher genötigt wurden von den Herstellern, zwei Standorte zu haben, dass man sagt, okay, die Marken wollen markenneutral sein, aber das ist nicht mehr so. Wir haben jetzt an diesem Standort alle 100 Mitarbeiter, teilweise im Schichtbetrieb, da möchte ich dann auch noch ein bisschen was dazu sagen, weil wir ja auch eine 6-Tage-Woche haben. Wir arbeiten von Montag bis Samstag, weil unsere Kunden nämlich immer mobil sein sollen. Und wir haben dort auch die Möglichkeit der räumlichen Ausdehnung. Und gerade im Nutzfahrzeugbereich ist es wichtig, dass man Parkflächen und Möglichkeiten hat, sich zu bewegen. Ja, und vor allem, ich habe mich ja selbst auch schon überzeugen können,
sehr moderne Betriebsflächen, tolle Ausstattung, großzügiges Gelände. Ja, das ist ja auch ganz was Wichtiges. Es hilft nichts, wenn man auch versucht, ein guter Mechaniker oder ein Techniker zu sein, wenn man die Werkzeuge und die Ressourcen und die Möglichkeiten nicht hat. Und deswegen braucht man auch immer ein gut funktionierendes Team. Das geht vom Leiter, also Werkstättenleiter, Mechaniker, Lehrlingen, weil wir müssen alle immer zusammenhalten und zusammenarbeiten, weil nur gemeinsam können wir auch gewisse Probleme lösen. Gerade im Nutzerzweckbereich sind die Teile und die Anforderungen etwas größer und da muss man natürlich schon versuchen, dass man im Team die Lösung findet, weil immer hat man nicht alles selber parat. Eine Frage haben wir noch aus dem Chat, die kann ich gleich beantworten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 100 Mitarbeiter haben wir schon gesagt. Und was habt ihr da jetzt mitgebracht? Das Fahrzeug, das der Dietmar schon vorher angesprochen hat? Ja, ich bin heute mit dem Mercedes da, habe gleich das Grill ausgebaut, weil das recht einfach geht und mitgebracht. Also ein Fahrzeug besteht ja nicht nur aus dem Auto allein, sondern aus über 10.000 Ersatzteilen, die es auch bei uns zu kaufen gibt. Das heißt, im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Teileverfügbarkeit ganz wichtig ist. Deswegen haben wir auch ein relativ großes Ersatzteillager, weil man nicht immer alles bestellen kann. Und man muss die wichtigsten Dinge vorrätig haben. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, versuchen wir auch in der Ausbildung einen anderen Weg zu gehen, weil wir auch versuchen, die Leute so weit zu motivieren, weil gerade wichtig ist es, dass man in der Früh aufsteht und sagt, okay, das ist mein Job, das ist das, was ich gern mache. Und wenn ich einen Beruf habe, den ich gern mache, dann mache ich ihn mit Freude und dann ist nichts eine Herausforderung, sondern dann ist es wirklich etwas Tolles, was ich tun kann. Und wenn ich am Ende des Tages die Reparatur fertigstellen kann und sagen kann, okay, ich habe das alles jetzt super gelöst und gemacht und der Kunde ist zufrieden, dann kann ich den Tag super beschließen. Ja, und du hast ja da hinten noch etwas liegen an mitgebrachten. Wir haben da ein bisschen was mitgebracht, damit man den Unterschied einmal ein bisschen darstellen kann. Vielleicht kann man das ein bisschen von der Größe auch sehen. Pkw-Betrieb, Nutzfahrzeugbetrieb. Damit kann man auch ein bisschen klarstellen, worum es darum geht, dass im Nutzfahrzeugbetrieb eben alles ein bisschen größer ist. Sprich, es ist alles ein bisschen schwerer auch. Deswegen auch ganz wichtig, immer das Team, Geselle und Lehrling, dass man zusammen ein gutes Team bildet und sich ergänzt. Was aber noch ist, ist in diesen Bereichen, ich kann nicht mischen. Das heißt, ich kann einen Techniker, den ich zum Pkw-Technik ausgebildet habe, nicht im Nutzfahrzeug einsetzen und umgekehrt, weil das schaut zwar gleich aus, es hat alles einen Motor, aber es ist von dem her, wie man arbeitet, wie man das Ganze angeht, ist doch ein großer Unterschied und gerade im Nutzfahrzeugbereich haben wir nichts, was wir planen können. Nutzfahrzeuge sind ja für die Unternehmen etwas Essentielles, also ganz was Wichtiges und wenn das Fahrzeug nicht geht, kann ich meinen Beruf nicht ausüben, weil ich muss hier irgendwo hinfahren, was reparieren oder ich muss logistisch zum Beispiel Gemüse zustellen und so weiter und jetzt geht zum Beispiel der Lastwagen nicht und ich habe ein Problem, das heißt, wir müssen sofort reagieren und helfen. Deswegen haben wir auch von 7 bis 18.30 Uhr im Zweischichtbetrieb offen, damit wir unsere Kunden relativ schnell zufriedenstellen können und helfen können. Stichwort Nutzfahrzeuge. Was können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darunter vorstellen? Du hast schon jetzt gesagt, Lastkraft, also LKWs, Lastkraftwagen. Ja, Nutzfahrzeuge beginnen im Endeffekt beim kleinen Transporter bis zum schweren LKW. Wir reparieren auch Reisebusse, also die Busschiene haben wir auch dabei oder den Unimog, der im Winter die Straßen räumt. Wir haben auch in dem Sinn eine Erweiterung. Wir reparieren ja alles, was irgendwo einen Motor hat und sich bewegt, ob das jetzt ein Gabelstapler ist, ein Traktor oder im Endeffekt die ganzen Aufbauten dazu, die bei den Fahrzeugen drauf sind und auch die ganzen Auflieger, Anhänger und so weiter. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil dann im Nutzfahrzeugbereich gibt es auch noch die Druckluft extra. Und das ist etwas, was schon manchmal gerade bei kalten Jahreszeiten ein bisschen Herausforderung sein kann. Danke, ich glaube, das war jetzt, das hat ganz deutlich gezeigt, diesen Unterschied zwischen Kfz-Techniker, Pkw und im Nutzfahrzeugbereich. Nein. Ein Thema haben wir ja noch. Technik ist nicht nur was für Burschen, sondern auch für Mädchen. Genau, mein Lieblingsthema. Mädchen in der Technik. Wie schaut es denn da aus? Ja, wir haben auch Mädchen natürlich, die Julia im Pkw-Betrieb und dann haben wir noch eine Dame, die jetzt da schon die LAB fertig gemacht hat, im Nutzfahrzeugbetrieb und auch Damen im Ersatzteillager. Also das ist bei uns kein Hindernis, wenn jemand Lust und Liebe hat, da reinzuschnuppern, bitte einfach kommen, sich bei der Cornelia bewerben und das einmal anschauen. Das ist überhaupt auch unser Tipp. Bitte macht euch rechtzeitig schlau, was ihr mal machen wollt. Informiert euch. Es gibt ja, was ich so in Erinnerung habe, 212 Lehrbetriebe oder Lehrberufe im gewerblichen Bereich.
und 15 im Landwirtschaft, forstwirtschaftlichen Bereich. Und es gibt so viele Betriebe, die auch in der Region da sind, wo man oft gar nicht weiß, welche Betriebe das es gibt. Und macht euch einfach einmal ein bisschen ein Bild, geht schnuppern, schaut euch verschiedene Dinge an, weil es einfach ganz wichtig ist, in der Früh dann aufzustehen und sagen, das ist mein Traumjob, ich bin ein echter Uizianer oder wie auch immer, wo ich dann bin. Und das ist das, was ich machen möchte und für meine Kunden erreichen möchte. Uizianer, das höre ich jetzt zum ersten Mal, also, aber ich glaube, ich trifft es ganz gut. Also toller Eindruck und wie gesagt, ich war ja auch schon einmal dort. Man spürt ein toller Betrieb, wo gemeinsam gearbeitet wird. Männer, Frauen, Burschen, Mädchen und sogar PKW und LKW vertrauen Sie da bei euch in der Werkstatt. Was ist noch wichtig von euch beiden, eine Botschaft? Was ist, wenn man sich für euren Betrieb interessiert, was sind noch bestimmte besondere Vorteile, die es bei euch als Betrieb gibt? Lehrlingmäßig? Ja, genau. Ja, für Lehrlinge. Ja, ja, wir haben da einige Dinge, die was wir zusätzlich jetzt anbieten, ob das jetzt Lehrlingsmodule sind, die monatlich stattfinden. Wir haben einmal im Jahr einen Lehrlingsausflug, wo sich die Lehrlinge selber untereinander organisieren und die Mehrheit entscheidet, was gemacht wird. Meistens ist es Kartfahren oder Paintball spielen. Wir haben die Lehrlingsprämie, das ist ganz wichtig vielleicht zu erwähnen. Wenn jemand einen sehr guten Erfolg in der Berufsschule hat, im ersten Jahr bekommt er 100 Euro zusätzlich, im zweiten 200, im dritten 300 und wenn er alle Berufsschuljahre mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen hat, bekommt er einen 1000 Euro Uiz-Gutschein. Das hört sich sehr gut an, das ist ja ein Ansporn. Ist jetzt vor 14 Tagen wieder überreicht worden. 1000 Euro. Da kann ich damit bei euch, das ist die Frage, verkauft ihr neue Autos? Das habe ich beantwortet, ja, neue Gebrauchtfahrzeuge. Und die nächste Frage war, was ist euer größtes Auto, was ihr auf Lager habt? Also das größte Auto kann man jetzt da schwer sagen, das kann PS-mäßig sein oder das kann jetzt gewichtmäßig sein oder von den Abmaßen her. Das größte Fahrzeug natürlich sind Nutzfahrzeuge, also meistens ein Dreiachser-Reisebus mit 18 Meter Länge. Gut, dass ihr den nicht mitgebracht habt, weil dann hätten wir da nicht ganz Platz. Ja. Es gibt noch eine Frage, nämlich, hätten wir fast vergessen, wie viel verdient man bei euch in diesen Lehrberufen? Also im ersten Lehrjahr sind es 726, im zweiten Lehrjahr 914 und im dritten Lehrjahr 1200 und im vierten 1600. Das sind jetzt die Bruttoangaben. Ungefähr kann man immer, also im ersten Lehrjahr sind 640 bar auf die Hand, im zweiten 805, im dritten 1061 und im vierten 1348. Damit haben wir auch gleich eine wichtige Frage rund um den Einstieg in den Beruf abgedeckt. Da gibt es so Begriffe wie Brutto und Netto. Das heißt, es gibt ein Bruttogehalt und auch etwas, was der Dienstgeber noch dazu zahlt. Und dann gibt es ein Nettogehalt. Das ist das, was man, wie Sie so schön gesagt haben, bar auf die Hand oder aufs Konto bekommt. Und diese Differenz, was inzwischen ist, die braucht es einfach, um Sozialversicherung, öffentliche Leistungen und so weiter da abzudecken. Aber auf das, und da sind wir ja gar nicht so weit, weil zuerst brauchen wir ja die Bewerbung ans Autohaus Uiz. Und ich habe noch eine wichtige Information. Bei euch ist immer ein gemeinsamer Start der neuen Lehrlinge, wenn das... Ja, ist immer der 1. August. Also immer am 1. August Lehrbeginn beim Autohaus Uiz in diesen Lehrberufen im Bereich Kfz-Technik und Einzelhandel, Schwerpunkt Kraftfahrzeug und Ersatzteile. Ja, Marlies, wir sagen danke. Gibt es noch eine Frage aus dem Chat? Haben wir alles beantwortet? Genau. Sehr gut. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank an die Cornelia Löscher und an den Gerhard Winkler vom Autohaus Uiz. Wir wünschen gute Heimfahrt mit eurem neuen Mobil und diesen spannenden Schraubenschlüssel. Marlies? Ja, rechnet man gar nicht damit. Wir könnten als Gewinnfrage mal das Gewicht eines solchen Schlüssels schätzen lassen. Ja, vielen Dank an euch beide, viel Erfolg. Gerne. Und wir wechseln jetzt weiter. Marlies, wer ist unser nächster Betrieb? Wer sind unsere nächsten Gäste? Die Tischlerei Raderschütz. Die Tischlerei Raderschütz in Riegersburg wird in vierter Generation von den Brüdern Hannes und Bernd mit Filialen in Wien, London und New York geführt.
Aktuell sind in Riegersburg 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 7 Lehrlinge, beschäftigt. Wir produzieren qualitativ hochwertige Möbel, welche in die ganze Welt geliefert werden. Die Lehrlingsausbildung liegt uns besonders am Herzen und wir möchten Lehrlingen auch nach ihrer Ausbildungszeit Chancen und Entwicklung ermöglichen. So, bevor wir jetzt starten, haben wir einen Geburtstagswunsch noch. Der Nick Gahr hat Geburtstag. Ja, wir haben ja heute einen neuen Lehrberuf, glaube ich, konstruiert. Geburtstagsgratulant, ja, und Gratulantin. Für euch zur Information, wir haben vorher schon gratuliert, einen jungen Bursch war das, gell, der Kilian. Mhm. Und auch der Nick hat Geburtstag. Alles Gute. Ob der Chat lebt, genau. Ja. Also einfach Fragen stellen, melden. Genau. So, und jetzt werden wir international, weil da habe ich stehen bei euch die Schlerei Radoschitz, Regensburg, London und New York. Genau. Von wo kommt ihr gerade her? Wir kommen von Regensburg, wir sind von der Tischlerei Radoschitz, am Fuß der Burg ist die Firma. Es sind 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon haben wir eigentlich 7 Lehrlinge. Davon sind 4 Mädels und 3 Burschen. Super. Mehr Mädchen als Burschen. Ja. Die Theresa ist ein gutes Beispiel davon. Genau. Also ich bin jetzt im dritten Lehrjahr als Tischlereitechnikerin. Ein Lehrjahr habe ich noch vor mir. Und ich mache Lehre mit Matura bei der Firma. Da haben wir jetzt allerhand Gesprächsstoff. Arbeiten wir eines fürs andere ab. Zunächst mal die Lehrberufe. Tischlerei und Tischlereitechnik. Was ist da der Unterschied? Was kann ich mir vorstellen? Wofür entscheide ich mich? Also, ich habe mich dafür entschieden, Tischlereitechnikerin zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich ins Büro möchte, also möchte Pläne zeichnen. Es gibt ja 2 verschiedene Schwerpunkte bei der Tischlereitechnik. Einmal die Planung und einmal Produktion, also mit CNC. Und mich hat es schon immer interessiert, so mit Pläne zeichnen und das alles auch konstruieren zu können. Deshalb habe ich mich für Tischlereitechnik entschieden. Tischlerei, also der normale Tischler ist eher mehr auf die Werkstatt bezogen, also wirklich aufs Produzieren. Also der Tischler hat 3 Jahre Lehrzeit, Tischlereitechnik hat 4 Jahre Lehrzeit. Genau. Die Berufsschule ist in Fürstenfeld. Mhm. Das heißt, der Tischler ist so, wie man es sich vorstellt, wie man es kennt. Und der Tischlereitechniker hat zusätzlich Planung oder Produktion. Das bedeutet, du bist entweder beim Zeichnen der Möbelstücke dabei oder verstärkt in der Produktion. Oder wie äußern sich die Schwerpunkte? Also, wenn man jetzt in der Produktion ist bei der CNC, man arbeitet sehr viel mit der CNC zusammen, also wir programmieren und alles Mögliche, und bei der Planung einfach das alles konstruieren, im Büro zeichnen und herstellen. Mhm. Jetzt ist schon öfter gefallen CNC. Was ist denn das? Genau. Ja, CNC, nicht nur rein CNC eigentlich, wir haben das ganze Spektrum, dass wir eigentlich die Lehrlinge in jedem Bereich einer großen Tischlerei hinbringen, haben wir das eigentlich in Lehrlingsstationen aufgeteilt, in 6, gemeinsam mit der Berufsschule eigentlich. Und das sind ja auch 9 Wochen eigentlich Berufsschule, 2 Monate. Und unser Lehrling fängt eigentlich an, zum Beispiel hinten im Maschinenhaus, dass eigentlich die CNC, weil vorher die Frage gefallen ist, CNC ist einfach, man kann Löcher fräsen zum Beispiel oder so eine Schweifung bei einem Teil oder Dübel einbauen. Und das ist einfach eine große Maschine. Genau, große Maschine, was einfach uns die Arbeit erleichtert für komplizierte Sachen. Aber natürlich braucht man auch noch das Handwerk, weil alles kann man mit einer Maschine dort nicht abdecken. Die Maschine macht zum Beispiel, kann man auf das Werkstück da kurz zoomen? Zum Beispiel solche Fräsungen aus dem. Aber das schauen wir uns dann später noch an. Genau. Und dann geht es eigentlich weiter zum Beispiel in die Oberfläche. Natürlich ist das Lackieren, die Vorbereitung aufs Lackieren eigentlich. Das Schleifen ist sehr wichtig, weil sonst bringt man eigentlich keine schöne Oberfläche zusammen. Mhm. Wenn die rohen Teile dann fertig lackiert sind, ist der Zusammenbau sehr wichtig. Geht es in die Handwerkstatt. Und dann eigentlich die Montage vor Ort beim Kunden.
Das heißt, ich lerne wirklich noch am Plan alle Bereiche genau. kennen. Wir haben einen Lehrlingsplan aufgestellt und natürlich ist auch die Planung sehr wichtig, deswegen sind Sie auch im Büro bei uns oben. Mhm. Dass wir nochmal kurz auf das eingehen, weil ich gesagt habe, wir sind international, Regensburg, London, New York. Genau. Montiert die Theresa das dann in New York? Nein, das zurzeit nicht. Wir haben eigentlich in London, eigentlich von der Firmengeschichte her, der Hannes Radaschitz ist in Regensburg. Das sind eigentlich ein geführter Betrieb von zwei Brüdern, der Bernd und der Hannes. Der Hannes leitet das in Regensburg und der Bernd leitet das in London und New York. Und auswärts haben wir eigentlich eigene Motore. Aber produziert wird es in Regensburg genau, von euch? Genau, produziert wird alles in Regensburg. Okay. Und die Perspektiven von den Berufen Tischlerei, Tischlereitechnik. Was mache ich danach, wenn ich fertig bin? Dann bleibe ich bei euch im Betrieb? Ja, das ist eigentlich, an jedem liegt nicht alles, sagen wir so. Jeder ist nicht für die Oberfläche, jeder will nicht lackieren. Der eine will nur, zum Beispiel so wie die Therese, will eigentlich eher ins Büro für die Planung. Und da schauen wir eigentlich, dass die Lehrlinge genau zu diesen Stationen eigentlich, was sie wollen. Oder wenn einer sagt, zum Beispiel, mir interessiert das Ausland, zum Beispiel, ich will nach London mit zum Beispiel, will in die Planung gehen oder in die Produktion, eigentlich weltweit die Wege offen. Und auch Sie sind ein gutes Karrierebeispiel. Sie sind jetzt Werkstättenleiter. Nein, Lehrlingsbeauftragter. Lehrlingsbeauftragter. Und haben aber mit einer Lehre. Genau, haben wir selber mit einer Lehre begonnen. War zuerst eigentlich in der Poli Feldbach. Mhm. Und dann haben wir eigentlich auch nicht gewusst, was ich machen soll. Ob ich Elektriker oder Tischler. Haben Wie sind Sie dann auf Tischler gekommen oder warum? War's ja, mein Opa war Tischler. Okay. Und durch das ist schon ein bisschen in die Wiege gelegt geworden. Und ja, und durch das eigentlich war auch Schnuppern. Das Wichtigste ist halt der Schnuppern, das ist eh eine super Geschichte. So viele Betriebe wie möglich anschauen, nicht auf, eigentlich auf einen fixieren. Mhm. Also du hast damals, oder Sie haben damals ein, zwei Betrieben wahrscheinlich geschnuppert, genau. Tischler und Elektriker und dann genau, und hat man sich entschieden. Für den Tischler entschieden. Wie schaut das Schnuppern aus? Da melde ich mich bei euch, genau, das wäre eine E-Mail oder was anderes. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Und einen Termin ausmachen, wenn es geht. Mhm. Umso länger, desto besser. Wenn es zwei Tage sind, sind es nur zwei Tage. Mhm. Aber dann sehe ich mal ein gegenseitiges Kennenlernen. Okay. Passt vom Betrieb her, passt vom Lehrling her oder vom Praktikanten. Okay. Und dann. Gibt es eine Frage aus dem Chat? Ja. Vielleicht gleich schnell, dass wir gleich mal die erste weg haben. Wie viel verdient man netto, wenn man ausgelernt hat? Ja. Netto sind es eigentlich, brutto sind es 2.300, aber das ist je nach Qualifikation eigentlich. Nur das 2.300? Das genau. Ja? Okay. 2.300, aber es wird überbezahlt. Das ist je nach Leistung. Also man kann auch mehr verdienen. Genau, okay. Man ist da nicht gebunden. Mhm. Und die Theresa ist unser Joker heute. Sie ist nämlich nicht nur ein Mädchen, das Tischlereitechnikerin lernt, sondern sie ist auch, sie macht eine Lehre mit Matura. Genau. Also die Englisch-Matura habe ich bis jetzt schon geschafft, mit dem Zweier. Das, ich würde auch gerne. Also nach London und New York. Genau. Also das war schon einmal anspannend, dass ich das mache. Also ich wollte mir alle Möglichkeiten offen halten. Das Lernen mit Matura, das ist einfach. Das, ich habe mir das alles angeschaut und das hat mir taugt, deshalb mache ich das. Jetzt da bin ich gerade bei der Mathe-Matura. Da habe ich jetzt im Mai die Matura. Bin ich eh schon ein bisschen nervös, aber das werde ich schon machen, weil bei der Firma werde ich sehr gut unterstützt. Also ich kann frei haben, wenn ich will, zum Lernen. Ich habe jetzt da Nachhilfe gekriegt von der Firma aus. Das heißt, das hat die Firma organisiert und bezahlt, oder? Genau. Mhm. Also ich habe mit unserer Sekretärin, mit der Tamara, habe ich geredet, dass mir in ein, zwei Themen nicht so gut geht. Und dann hat sie gleich geschaut, wo man Nachhilfe, wo ich eine herkriegen kann. Und die Kosten werden übernommen. Also wirklich, da werde ich unterstützt. Das ist wirklich super. Super. Dann gibt es ja zwei Modelle bei Lehre mit Matura, das Arbeitszeitmodell und das Freizeitmodell. Arbeitszeitmodell heißt, es, man macht es praktisch während der Arbeitszeit, aber dafür ist die Lehrzeit verlängert. Und das Freizeitmodell, die Lehrzeit bleibt gleich, aber man macht es in der Freizeit. Wann machst du's? Ich mache es in der Freizeit. Also jetzt immer donnerstags noch arbeiten, einmal die Woche, das ist nicht so. Wie geht es dir damit? Gut? Ja, sehr gut. Also es war natürlich ungewohnt. Am Anfang, aber das ist also eine reine Gewohnheitssache und wirklich anstrengend ist es nicht. Man muss schon Zeit investieren zum Lernen, aber das ist jetzt auch nicht übertrieben viel. Also ich habe noch genug Zeit für meine ganzen anderen Aktivitäten. Und an welcher Schule machst du das? Beim BFI in Fellbach. Okay. Und
Du hast Englisch hast gehabt, Mathe hast gerade, was fehlt noch? Also als nächstes mache ich BWL, also Betriebswirtschaftslehre, und Deutsch werde ich dann zum Schluss machen. Okay, super, das klingt gut. Alles Gute. Dankeschön. Haben wir noch ein paar Fragen? Ja, freilich gibt es noch Fragen. Und zwar, anscheinend, lieber Patrick Sampel, kann es sein, dass du einen Sohn hast? Nein. Hast du nicht? Da schreibt irgendwer, da steht mein Papa bei euch im Fernsehen. Eine Tochter. Eine Tochter. Wie alt ist der? Ein Jahr. Der ist nicht. Aber warum erwähne ich das? Das hat ja einen Grund. Ja? Und zwar, schaut euch einmal um in eurem familiären Umfeld, bei Nachbarinnen, Nachbarn, bei Bekannten. Was machen die für Berufe? Wo kann man sich orientieren? Lasst euch erzählen, von so wie wir heute mit euch sprechen und wie uns die beiden Vertreterinnen von der Tischlerei Raderschitz, die Theresa, gell, und der Patrick da erzählen. So ist es eine ganz gute Gelegenheit, wenn da jetzt jemand schreibt, cool, das ist mein Papa, ja, der hat das ausprobiert, aber ich habe das deswegen aufgenommen, weil es genau wichtig ist, dass man eben auch schaut, was gibt es im Umfeld für Berufe in meinem persönlichen Umfeld, und dann kann man sich das ganz gut anschauen und auch mehr über Berufe erfahren, so wie heute bei der Online-Lehrstellenbörse. Was aber sehr wohl stimmen wird, das ist die BTS Feldbach, wenn ich das da richtig irgendwo habe. Die Mittelschule Feldbach. Da schreibt uns die Mittelschule Feldbach, der Rupert, wir sollen Sie ganz schön grüßen. Und ich nehme an, von der Mittelschule Feldbach habt ihr auch schon Jugendliche bei euch gehabt zum Schnuppern. Genau. Ja? Du warst ja sogar aus Feldbach, oder? Hast du gesagt? Ja. Und du bist selbst in diese Mittelschule Feldbach gegangen? In die Sporthauptschule, ja. In die Sporthauptschule, ja. In Feldbach haben wir ja zwei, genau. Ja, sehr fein. Also das ist, ihr seht, das ist unsere Verbindung. Alles, was wir da sprechen, die Marlies und ich euch erzählen, beziehungsweise aus den Betrieben herauslocken, das ist echte Realität, das ist echtes Leben, was um Berufe, jeder in der Früh, wenn er aufsteht, trifft man schon auf den ersten Beruf, wenn man Nachrichten hört, wenn man irgendwas benutzt, wenn man ins Bad geht, da gibt es Installateure, man hat Möbel. Apropos Möbel, ganz kurz noch zum Stück von der Theresa. Genau, also das ist mein Schmuckkästchen, das habe ich in der Berufsschule gemacht, in der dritten Berufsschule jetzt da. Ja, da bin ich sehr stolz drauf, da habe ich sehr viel Arbeit investiert. Also das kann man sehen. Mach's mal auf, was hast du denn drin? Also, man sieht, das ist überall ganz viel mit Furnierarbeit, was wir gemacht haben. Innen drinnen auch. Furnier, was ist ein Furnier? Darf ich das auch noch fragen? Ah, Furnier, ja. Furnier ist einfach ganz dünn aufgeschnittenes Holz. Das ist so millimeterdick, das bleimen wir einfach auf die Platten auf, dass man, das ist einfach Holzoptik. Also unten hast du eine Platte und dann kommt das Furnier drauf. Und ganz viel, auch mit Massivholz haben wir ganz viel gemacht. Und das zusammengebaut, Zinken haben wir rundherum gemacht. Also eine sehr aufwendige. Also eine aufwendige Arbeit ist, ja, genau. Lackiert haben wir es alles selber. Also wirklich, wir haben alles selber gemacht in der Berufsschule. Weil in der Berufsschule, man lernt es ja, so ältere Arbeiten zu machen, was man vielleicht jetzt dann nicht mehr wirklich so macht in der Firma, oder zumindest nicht mehr so oft macht. Mhm. So wie aufwendige Furnierarbeiten, das lernt man in der Berufsschule auch ganz, ganz, ganz viel. Super. Der Patrick ist, weil du das gesagt hast, auch noch ein super Beispiel, auf das könnte man kurz eingehen, Feldbacher, in die Sporthauptschule Feldbach gegangen, dann hat er nicht gewusst, wer der Elektriker oder Tischler ist, schnuppern gegangen und hat sich dann für den Tischler entschieden. Und jetzt ist er Lehrlingsbeauftragter. Das heißt, wir haben den kompletten Karriereweg und die Perspektiven schon mal mitgezeichnet. Alles durchgemacht, ja. Genau. Gut, vielen Dank. Danke für den Besuch. Dankeschön. Alles Gute. Toi, toi, toi für Mai. Ja, Dankeschön. Genau. Danke. Ja, liebe 4B-Klasse aus Feldbach, die wir auch ganz schön grüßen sollen. Jetzt als nächstes kommt wer aus eurer Nachbarschaft, nämlich die Firma Kelly, die ja gar nicht weit weg von euch ist. Und bevor wir da den Markus Gutmann begrüßen, schauen wir uns wieder ein paar Fotos von der Firma an. Kellys ist Marktleader in Österreich und stolz auf seine Lehrlingsausbildung. In Feldbach werden jeden Tag 70 Tonnen Mehl verarbeitet und 50 Millionen Soletti Salzstangerl produziert. Teamwork und Spaß sind ganz wichtig für den Erfolg. Deswegen gehört Kellys
zu den beliebtesten Marken Österreichs. Wir beliefern 45 Länder der Welt, von Südafrika bis Japan. Sei dabei und bringe auch du Knistern in deine Lehre und in die Welt. Gut, herzlich willkommen. Markus Gutmann, Betriebsleiter der Firma Kelly. Kelly oder überhaupt Backwaren, wie wir da schon auch auf unserem Präsentationstisch sehen, haben wir eine lange Tradition in Feldbach. Was viele vielleicht gar nicht wissen, wird uns jetzt der Markus Gutmann verraten, nämlich dass die Firma Kelly oder überhaupt diese Geschichte rund um Soletti und so weiter Feldbacher Wurzeln hat, wenn ich das so richtig, glaube ich, weiß. Aber der Experte ist der Markus Gutmann. Bitte sehr, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Wir sind mitten in Feldbach. Manche wissen es gar nicht, wir sind wirklich fast im Zentrum von Feldbach angesiedelt. Man sieht manchmal die Schornsteine rauchen. Firma Soletti gibt schon seit über 100 Jahren, gibt es über die Firma Zach, hat damals mit Zwieback angefangen, und seit über 70 Jahren gibt es die Marke Soletti. Mittlerweile haben wir uns auch Supersize Soletti, wir machen Chipscracker, was wir auch in Feldbach machen unter dem Namen Kellys, eben ganz neu die Proteinchips, 4-in-1 Chips. Es tut sich sehr viel am Snack-Sektor und wir haben jetzt neue Anlagen auch bekommen. Und manchmal passiert es eben, dass man in Feldbach spazieren geht, dann riecht es etwas süß. Dann kann das sein, dass das eben aus unserer Fabrik kommt. Wenn Sie da so einen süßlichen Geruch in der Nase habt, dann fahren wir gerade einen guten Cracker über die Anlage. Und dann steigen die Verkaufszahlen. Genau. Wir haben 170 Mitarbeiter, circa 170 Mitarbeiter, haben in den letzten 2 Jahren stark ausgebaut und haben eben seit letztes Jahr nach über fast 15-jähriger Pause wieder Lehrlinge aufgenommen. Und deswegen begrüßen wir euch bei uns. Dafür bin ich heute da. Und bin auch sehr dankbar, dass ich mich heute vorstellen darf. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verschiedene Snacks, Cracker, Soletti in unterschiedlichsten Größen. Mit welchen Lehrberufen, glaubt ihr, kommt man zur Firma Kelly? Das ist eine spannende Geschichte. Der ganz so typische Bäcker ist es ja nicht. Nein. Sondern, welcher Lehrberuf verbirgt sich bei euch dahinter? Wir haben seit letztes Jahr den Backtechnologen. Und das ist eine komplett neue Form, das ist über die Wirtschaftskammer ins Leben gerufen worden, parallel zum normalen Bäcker. Bei uns erlernt man auch das Bäckerhandwerk und parallel dazu lernt man aber bei uns, wie man Großanlagen bedient. Das heißt, einen 50-Meter-Ofen zum Beispiel, bei uns haben die Öfen im Schnitt so ein halbes Fußballfeld in der Länge, kann man sich so vorstellen. Wie man diese Anlagen bedient, das wird da auch mitgelernt. Das ist, man hat einen Lehrplan, wo man dann auch ins Labor kommt, wo man mit der Produktentwicklung zusammenarbeitet, wo man in der Verpackung arbeitet. Das ist der Backtechnologe und da hat man dann die Berufsschule in Bad Gleichenberg. Ist dann die Berufsschule. Okay, also gleich um die Ecke. Das ist, glaube ich, vom Begriff her ganz gut vorstellbar. Bäckerei und Technologie, Backtechnologie. Aber trotzdem soll das klassische Handwerk auch nicht zu kurz kommen. Das heißt, lernt man bei euch auch eine Semmel zu backen? Oder macht das dann die Berufsschule? Ja, wir haben einen Kooperationspartner, die Bäckerei vormals Reicht, jetzt Ulla, so muss ich sagen. Da ist der Lehrling einmal im Jahr für einen Monat dort zur Ausbildung und er lernt dort das wirklich noch das Bäckerhandwerk. Also wirklich ein Semmel machen, Schurgebäck, Brot, wie man es kennt, und kommt dann aber wieder retour in die Firma und lernt eben mit den Großanlagen das Ganze umzusetzen. Danke, das heißt beides in Feldbach, grundsätzlich bei der Firma Kelly, und ein Monat im Jahr, wenn ich es jetzt richtig gemerkt habe, dann ist man ein Stück oder ein paar Straßen weiter bei der Mehlveredelung Ulla, damit wir das Berufsbild sehr schön rund abbilden. Mhm. Herr Gutmann, Sie haben schon gesagt, bei euch geht es auch um große Anlagen, um 50 Meter Ofen ist da gefallen. Das heißt, ihr habt auch einen zweiten Lehrberuf, in dem ihr ausbildet oder wo ihr Lehrlinge sucht, junge Burschen und Mädchen, nämlich Elektrotechnik, Anlagen und Betriebstechnik.
Vielleicht genau. Können Sie uns da auch noch ein bisschen was erzählen, was sich dahinter verbirgt. Ja, das machen wir heuer das erste Mal. Wir haben früher mal Elektriker ausgebildet, heuer bilden wir das erste Mal Elektrotechniker aus. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ein normaler Elektrikerberuf, wie man es kennt, normal unter Anführungszeichen, ohne abwertend zu klingen, hat sehr viel mit Installationen zu tun, so Hausinstallationen, Schaltschränke und so weiter. Und beim Elektrotechniker lernt man auch Fehler suchen bei Großanlagen oder leichte, wir haben mittlerweile immer mehr Automatisierung im Werk, das heißt Roboter, Fehlersuche, wenn der Roboter nicht funktioniert oder leichte Programmierarbeiten bei unseren Roboteranlagen. Also alles, was mehr dann ins Detail geht, also wirklich, wo man oft dann auch schon einen Laptop braucht, damit man Fehlersuche macht, und das ist dann der Elektrotechniker. Ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr hochinteressanter Beruf für technikbegeisterte Mädchen und Jungen, würde ich dazu sagen. Ja, die Dauer von diesem Lehrberuf ist 3,5 Jahre. Genau. Und die Berufsschule? Ist in Eibiswald. In Eibiswald, ja. Das heißt, einmal im Jahr kommt man für ca. 9 Wochen genau. An die Berufsschule. Genau. Die restliche Zeit ist man hier in Feldbach bei Kelly. Wie schaut es eigentlich aus? Dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch was anderes außer Soletti und Chips auch essen in der Pause? Ja, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit auch bei uns für die Mitarbeiter, dass sie zum sehr günstigen Preis die Produkte erwerben. Natürlich muss man auch, wenn man an der Anlage steht, zwischendurch auch kosten, ob die Qualität passt. Es gibt einen eigene Sparte dann dafür, die man auch kennenlernt, wenn man bei uns eine Lehre macht. Und ja, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, es ist auch so, dass Mitarbeiter von uns, wenn sie bei Vereinen tätig sind und so weiter, dann sponsern wir sehr gerne mit eben Produkten, die wir dann eben gratis zur Verfügung stellen. Darf ich da gleich mal Sponsoring anfragen? Und zwar hat jemand gefragt, ob es die Chips auch zu gewinnen gibt. Die Petra, heute ja. Genau. Die Petra Josefas hat uns, die kommt gleich im Anschluss, ein Gewinnspiel mitgebracht und verschickt ein paar Gutes vom Bits. Darf man aber Chips auch nicht tun? Habe ich schon mitgebracht, ist super. Alles da. Also ein paar Chips gibt es zu gewinnen heute. Mhm. Also liebe alle, Applaus für die Marlins, die hat jetzt da noch ein paar Gewinnpreise von der Firma Kelly organisiert. Jetzt ist aber noch die Frage, wie kommt man als Lehrling zu euch? Wie läuft es mit der Bewerbung? Mhm. Was habt ihr da für einen Prozess dahinter? An wen muss man sich wenden? Ja, wir haben gleich vorweg zu sagen, ich habe ein bisschen mehr mit noch wie diese 3 Packungen. Also es gibt ein bisschen mehr zu gewinnen. Wir haben eine Plattform auf www.kelly.at und der Karriere findet man die beiden Lehrberufe. Da kann man einfach www.kelly.at einsteigen, sich dort online einmal anmelden und dann kommt die Bewerbung automatisch entweder zu meinem Abteilungsleiter oder direkt zu mir und funktioniert eigentlich sehr gut. Also einfach über die Plattform anmelden, eure Daten eingeben und dann wird sich jemand bei euch melden. Herr Gutmann, wir brauchen natürlich auch ein bisschen nicht nur Chips, Soletti, Snacks, sondern wir brauchen ja auch ein bisschen einen Vorteil für die Jugendlichen, die heute da bei uns in der Runde sind. Mhm. Was fragen Sie in so einem Bewerbungsgespräch? Vielleicht verraten Sie uns 1-2 Fragen, die Sie interessieren, wenn Jugendliche zu Ihnen kommen. Schauen Sie zuerst das Zeugnis an, schauen Sie zuerst auf die Frisur. Ich kann an jeden Lehrling nur mitgeben, der erste Eindruck zählt. Das ist überall so, das habe ich selbst die Erfahrung gemacht, wo ich auch schon mittlerweile im 3. oder 4. Beruf bin in meiner Laufbahn, aber seit 11 Jahren schon bei der Firma Kelly. Einfach der erste Eindruck zählt. Das heißt, wenn man zu einem Gespräch eingeladen wird, locker hingehen, aber nicht unvorbereitet. Und das, egal für welchen Lehrberuf ihr euch entscheidet, eine Selbstpräsentation eine kleine, dass man sich zu Hause ein bisschen Gedanken macht, vielleicht mit Eltern oder mit einem guten Kumpel, was kann ich über mich erzählen, was könnte die Leute interessieren oder was mache ich gern, was sind meine Stärken, und einfach locker in das Gespräch gehen, aber nie unvorbereitet. Und das kann ich nur an jeden Lehrling mitgeben, egal für welche Lehrstelle ihr euch dann bewerbt. Wenn der erste Eindruck passt, dann sind so Fragen, wir machen jetzt keinen Wissenstest bei der Kellys, das sind allgemeine Fragen, wo es nur darum geht,
zu schauen, welche Fähigkeiten hat der Lehrling, welche hat er vielleicht nicht so gut. Aber das Zeugnis ist jetzt nicht im ersten Moment das Ausschlaggebende. Natürlich sollte man schauen, dass nicht 5 im Zeugnis sind, okay. Aber das liegt an jedem selbst. Aber das Zeugnis ist, wie gesagt, nicht das Ausschlaggebende. Der erste Eindruck und eine Bewerbung, aussagekräftige Bewerbung, sind das, was dann am meisten, gerade bei mir oder bei meinen Kollegen, am meisten Eindruck macht im ersten Moment. Das passt gut, weil für die aussagekräftige Bewerbung haben wir dann auch die Petra da vom BITS. Ich würde auf das dann kurz eingehen. Die auch in direkter Nachbarschaft ist ja das AMS von genau. der Firma Kelly. Da gibt es das Berufsinformationszentrum und da gibt es ja auch Tipps und Unterstützung, wie man sich dann ein bisschen vorbereitet auf so ein Bewerbungsgespräch bei euch. Eine Frage ist noch gekommen, wir nutzen das, um ein bisschen Betriebsgeheimnisse da jetzt auch herauszufinden. Wieso ist so viel Luft in der Chipspackung? Warum? Einfach damit die Chips nicht komplett zerbrochen bei euch ankommen. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Backerl schaut jetzt relativ schön aus, aber es wird dann von unseren Mitarbeitern oder von einem Roboter in den Karton reingesteckt. Der Karton wird über LKWs verladen, kommt dann in den Handel. Im Handel ist es meistens so, dass die Mitarbeiterinnen ja nicht gerade zimperlich damit umgehen, weil sie es ja müssen, die haben ja einen gewissen Zeitdruck, die können auch nicht jetzt Backerl so einstellen. Wie gesagt, die werden ständig angegriffen, werden ständig berührt und gedreht und die Luft hat einfach den Hintergrund, dass die Chips so ankommen, wie sie ankommen sollen. Und dass sich keiner darüber ärgern muss, dass lauter Brösel im Backerl sind. Also die Luft schützt unseren Chipsgenuss. Genau. Ja. Eine Frage ist auch noch aufgetaucht, Schichtbetrieb. Ja. Ja. Was bedeutet das für die Lehrlinge? Es gibt gewisse gesetzliche Voraussetzungen, die man Lehrling dafür in einem gewissen Alter nur gewisse Zeiten arbeiten. Die sind ja rein gesetzlich schon beschränkt. Bei uns ist es meistens so, dass unsere Lehrlinge von 6 bis 2 arbeiten. Dann manchmal also von vielleicht 6 Uhr in der Früh bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr, ja? Entschuldigung. Ja, danke. Und manchmal auch schichtübergreifend, dass man sagt, man arbeitet dann von einmal, wenn man mit einer anderen Partie mitgehen muss, von 12 bis 20 Uhr dann, aber das ist dann nicht die Regel. Also meistens Vormittagsschicht, dann hat man einen offenen Nachmittag. Also für beide Seiten was, entweder lange schlafen, erst um 12 Uhr beginnen oder früher aufstehen und dafür am Nachmittag Sportverein, Musik, Fußball, genau. Feuerwehr, was auch immer am Programm steht. Aber die Lehrlinge, sind eher am Vormittag. Sind grundsätzlich eher Vormittag, ja. Aber auch für später dann. Also später fängst du dann von 14 Uhr bis 22 Uhr. Genau, also nach auch für die weitere Karriere. Ja. Gut, Herr Gutmann, danke für diesen spannenden Eindruck. Vielen Dank. Eine Frage gibt es noch. Die wichtigste. Ja. Der Verdienst, wie schaut der aus? Ja, der Verdienst, ich habe, es ist... Einen Schummelzettel nicht? Ja, habe ich mir also natürlich auch gerichtet. Also auch braucht man einen Schummelzettel. Man muss sich alles aufschreiben. Ja. Also wir sind im ersten Lehrjahr bei 710 Euro, beim zweiten Lehrjahr bei 914, im dritten Lehrjahr dann schon bei knapp 1300 Euro und im vierten Lehrjahr bei 1360 Euro. Wobei man dazu sagen muss, ein kleines Goodie für die Lehrlinge, die wir haben, wenn sie einen Erfolg oder ausgezeichneten Erfolg bei uns haben bei der Berufsschule. Also jedes Jahr, wenn Sie zur Berufsschule gehen, wenn Sie retour kommen mit einem Erfolg oder ausgezeichneten Erfolg, gibt es nochmal zwischen 100, je nach Lehrjahr, 100 und 300 Euro von der Firma obendrauf als kleiner Bonus für besonders gute Leistungen in der Berufsschule. Dankeschön, Herr Gutmann. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Jetzt müssen wir noch aufpassen, jetzt teilen wir uns, während die Malis unseren nächsten Gast begrüßt, die Petra. Schnappst du dir die Chips, gell? Schnapp ich mir die Chips. Genau. Schnapp ich mir die Chips. So, ich darf die Petra Jasetus vom AMS BITS Feldbach begrüßen. Ich habe hier die Chips gesichert für das Gewinnspiel. Dankeschön. Petra, BITS, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Erklär uns das. Ich möchte gleich zu Beginn die BTS Murek herzlich grüßen. Ihr habt es vorher zugehört, wie das mit der Bewerbung abläuft. Erster Eindruck steht und zählt.
Ihr habt das Bewerbungstraining in Bitscha gehabt, ihr wart spitze, ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr das nicht perfekt hinkriegt, wenn ihr dann in die Situation kommt. Ein Spitz läuft so ab, wir haben zwei Standbeine, wir betreuen die Schulen auf der einen Seite, also wir freuen uns, wenn Schulen heute dabei sind, die uns noch nicht so gut kennen, auf ganz viele Anrufe, auf ganz viele Zuschriften. Wir machen dann Workshops an den Schulen für Schulklassen zu unterschiedlichsten Themen. Wir konzentrieren uns im Moment auf die Kernthemen, die wirklich mit dem AMS, also mit dem Arbeitsmarktservice, mit dem Arbeiten gehen zu tun haben. Und zwar ist das ein Teil dieser Bewerbungstrainings, die wir anbieten, vom ersten Eindruck, vom Telefontraining bis hin aber auch zur Erstellung schriftlicher Bewerbungsunterlagen. Denn für alle, die diesen Workshop schon hatten, ihr wisst das, Bewerbung ist Werbung. Und ihr habt die Möglichkeit, euch bei so einem Bewerbungsgespräch wirklich toll zu präsentieren. Das bringen wir euch oder versuchen mit euch gemeinsam zu erarbeiten. Der zweite Punkt ist, dass man bei, um Werbung machen zu können, einmal wissen muss, wo man richtig, richtig, richtig gut ist. Und das ist auch so ein Ding, wo man versucht, mit euch gemeinsam an Stärken zu arbeiten, zu formulieren, welche Stärken habe ich, wo bin ich richtig gut. Ich kann euch beruhigen, das fällt wirklich jedem schwer. Ihr könnt das ausprobieren, indem ihr eure Eltern einmal schnappt und sagt, sag mal ganz schnell drei Sachen, wo du glaubst, dass ich richtig gut bin. Wenn ihr Eltern habt, denen spontan was einfällt, herzlichen Glückwunsch, das gelingt den wenigsten. Mir ist es selber auch so gegangen bei meinem Sohn. Ich habe wirklich nachgedacht, wo mein Flow jetzt wirklich gut ist. Und ich war sehr froh, dass mir dann doch einige Sachen eingefallen sind. Die Sachen möchten wir mit euch gemeinsam im Unterricht erarbeiten. Wir haben das zweite Standbein, sind unsere Einzelberatungen. Ein Ding, das immer wichtiger wird für euch, aber solltet ihr Verwandte, Mamas, Papas, Onkel, Tanten haben, wir machen das wirklich von 12, 13 bis 59, beim Anheben des Pensionantrittsalters auch bis 65, wo wir einfach schauen, wohin könnte die Reise gehen. Wo sind die Interessen, wo sind die Fähigkeiten und welche Jobs und welche beruflichen oder schulischen Möglichkeiten gibt es dazu? Also Berufsinfozentrum hört sich so jugendlich an, ist ja, aber für alle da. Ich habe eine jüngere Kollegin, das heißt, wir arbeiten jetzt auch am Äußeren, wir werden immer jünger. Aber ihr seid auch, hast du gesagt, für Ältere da. Also wir sind, ja. Es ist nichts fix, ich kann mich immer umorientieren, ich kann immer schauen, was taugt genau. Mir, was möchte man muss machen. Ja nicht arbeitslos sein, also es ist wirklich für jeden die Möglichkeit, Berufsberatung in Anspruch zu nehmen, kostenlos. Ja. Mhm. Jetzt haben wir gehört, aussagekräftige Bewerbung. Kann ich mich da an dich wenden? Wie kannst du mich oder meine Klasse unterstützen dabei? Aussagekräftige Bewerbung ist ja mehr als nur drinnen stehen zu haben, ich bin teamfähig, denn ja, was ist teamfähig? Das ist für jeden etwas anderes. Das kann, wir haben das auch schon gehört vorher, das kann das Engagement in einem Verein sein oder in irgendeiner anderen ehrenamtlichen Tätigkeit. Wir versuchen das mit Leben zu befüllen und wir machen das mit Klassen eben so, dass wir den ersten Eindruck trainieren, dass wir Bewerbungsfragen mit euch gemeinsam üben und erarbeiten, einfach anrufen, Termin vereinbaren. Wir kommen gern an die Schulen, wir freuen uns, wenn die Schulen uns jetzt wieder besuchen und mittlerweile kennen wir es sogar schon online. Die BTS Murek hat da gestellt, du warst ja bei ihnen. Sie haben gesagt, sie war top, toller Vortrag, so viel mitgenommen. Wow, danke. Ich krieg's noch ein paar Zucker. Dann darf ich noch grüßen, weil wir gerade dabei sind, die Hauptschule 4b in Feldbach. Die 4d haben wir schon gegrüßt. Jetzt würde mich noch interessieren, ob die 4a und die 4c auch zuhören. Vielleicht kurz einmal in den Chat schreiben, dann wissen wir das auch. Ja, und 4a, b, c, d von Feldbach einfach melden. Wir sind Nachbarn und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns wieder treffen könnten. Du schaust, was taugt mir, welche Berufe gibt es? Mhm. Bei wie vielen Berufen kann ich da schauen? Das werde ich mich jetzt hüten zu verraten, denn das wird die Gewinnspielfrage. Es gibt, das AMS leistet sich und hat eine sehr, sehr gute Homepage. Das nicht so einfach an der Homepage ist, die Informationen dann tatsächlich auch zu finden. Aber es gibt einen Link, den ich wirklich schätze, das ist www.berufslexikon.at. Vielleicht können wir das dann auch in den Chat positionieren. Darf ich die Gewinnspielfrage auch gleich sagen? Bitte. Sehr gut. Also es gibt ja ein Gewinnspiel, wo wir Preise vom BITS verschicken oder persönlich übergeben möchten an die ersten fünf, die sich da jetzt mit der richtigen Antwort zu Wort melden. Wenn ihr bei diesem Berufslexikon einsteigt, dann könnt ihr Lehre ankreuzen und dann auf Suche gehen. Und mir würde jetzt von euch interessieren, wie viele unterschiedliche Lehrberufe kann man denn in Österreich so erlernen? Die richtige Antwort verrate ich nicht, schaut einfach nach, es sind urviel. Und ich bitte euch dann, wenn ihr das
herausgefunden habt, stellt euch das mal wie ein Buffet vor. Stellt euch vor, jeder dieser Berufe würde auf einer Servierplatte mit einem Meter Länge präsentiert werden. Und jetzt stellt euch mal vor, wie groß das Buffet ist, das ihr da quasi nutzen könnt. Und, das muss man auch sagen, sehr, sehr viele dieser Berufe gibt es bei uns in der Region. Ihr braucht es nur finden, suchen und die Chance ergreifen. Mhm. Ja, ja, unsere Preise werden, habe ich jetzt vorher mitgekriegt, noch mehr erhöht durch die Kellys-Gaben. Das finde ich super. Also die Antwort bitte auf www.berufslexikon.at an das spitz.feldbach@ams.at schicken. Du lost dann aus, je nachdem, wie viele richtig bekommen. Wir sollen auch grüßen die Modellklasse 4E aus Feldbach, den vergessen wir auch nicht. Viel zu tun, bitte alle bei der Petra melden bezüglich am Workshop. Interessenstest ist jetzt schon ein paar Mal gekommen. Mhm. Wie kannst du die Schüler da unterstützen? Gibt es da Modelle dafür, wie man das rausfindet, oder setze ich mich einfach hin mit den Eltern und sage, schreib einmal was Gutes auf? Das mit den Eltern hinsetzen macht immer Sinn, denn eure Eltern kennen oder sollten euch irrsinnig gut kennen. Übrigens auch eure Lehrer und Lehrerinnen, unterschätzt das nicht und nutzt die Ressourcen. Aber es ist manchmal trotzdem schwierig zu sagen, wohin soll es denn jetzt mit mir gehen? Und ja, Interessensteste können sehr, sehr gut helfen. Es gibt Interessensteste, die ihr im Internet findet, die ihr jederzeit selbst machen könnt. Über unsere Homepage wäre das der Berufskompass, den ihr einfach googeln könnt. Meine Bitte ist, kommt mit dem Ergebnis zu uns ins BITS und besprechen wir das. Jeder Test oder jeder psychologische Test ist nur so gut, wie dann auch die Besprechung, die dranhängt. Denn man konzentriert sich zumeist auf die Berufsbeispiele, die kommen. In meinem Fall ist, egal wie oft ich das mache, immer Müllsortiererin das Maß der Dinge. Ich würde es nicht werden, weil ich habe einen Job, der mir taugt. Ich weiß aber, wenn ich in die Kinderzimmer gehe, dann stimmt das schon irgendwie, nur als Hauptberuf möchte ich es nicht machen. Also bitte kommt damit zu uns, denn Interessensteste zeigen euch zwei Dinge auf und wir haben im BITS zusätzlich noch welche, die speziell auch für euch entwickelt wurden, die man auch nicht außer Haus anwenden kann und wo wir einfach dann gemeinsam dieses Testergebnis gut besprechen können und gemeinsam mit euch schauen, wie passt euer Interessensprofil mit eurer Persönlichkeit zusammen und welche Möglichkeiten gibt es. Das muss keine Doktorarbeit werden, das soll für euch einfach eine ganz, ganz gute Unterstützung sein, einfach mal die Fäden, diese losen Fäden und Vermutungen in die Hand zu kriegen. Terminvereinbarung, einfach vorbeikommen, gerne mit der Klasse, gerne mit den Eltern und wenn ihr besonders mutig seid, natürlich auch allein. Super, sehr gerne. Im Chat trudeln schon die Antworten ein. Wir haben eine Zahl, knapp 200. Da brauchen wir bitte eine genaue Zahl. Also es gibt diese eine Zahl auf www.berufslexikon.at. Lehre ankreuzen und dann einfach die Suche starten und dann kriegt ihr eine ganz präzise Antwort. Und dann die Antwort an bits.feldbach@ams.at, nicht nur hier in den Chat, bitte. Und bitte tut es wirklich mit, sonst müssen wir die ganzen Chips und Besonderheiten selber wegmampfen und das wäre überhaupt nicht gut für uns. Petra, vielen Dank. Ah ja, ganz zum Schluss noch, jetzt haben sehr viele was mitgebracht. Ich habe das AMS-Zuckerl mitgebracht. Aus Erfahrung weiß ich, dass das wirklich das ist, was bei jeder Schulklasse in Erinnerung bleibt. Auch Jahre später wird das Zuckerl wiedererkannt. Es schmeckt urgut und ihr kriegt es, wenn ihr irgendwie mit dem BITS Kontakt habt. Also meldet euch, kommt vorbei oder noch besser, liebe Lehrer und Lehrerinnen, anrufen und dann kommt es klassenweise an die Schule. Danke, dass wir dabei sein durften und ich würde ja wirklich einmal vorschlagen, eine Kamera da zu positionieren, dass ihr seht, wie viel da aufgebaut ist, damit ihr halt dabei sein könnt. Danke auch fürs Organisieren und für euch alles Gute bei der Lehrstellensuche. Dankeschön. Danke. Gut, Marlies, weiter geht's mit unserem nächsten Betrieb. Mit einem Feldbacher Betrieb, einem Elektrobetrieb. Und Elektroramert, schauen wir uns gleich an. Elektroramert feierte 2019 sein 70-Jahre-Jubiläum und steht somit für ein langjähriges Bestehen und einen sicheren Arbeitsplatz. In dieser Zeit haben wir bereits mehr als 100 Lehrlinge ausgebildet. Mit unseren 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bereichen Elektrohandel und Elektroinstallation sind wir in Österreich sowie 9 Ländern Südosteuropas tätig. Wir möchten, dass sich unser Team wohlfühlt und alle Voraussetzungen hat, um effizient und kompetent arbeiten zu können. So. Bei uns steht jetzt der Heinz Rammert von der Feldbacher Firma Elektro Rammert. Grüß Gott, hallo.
Wer durch Feldbach marschiert, Herr Ramat, kennt ja das Geschäft der Firma Ramat am Hauptplatz da. Fast ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht beleidigt sein, klein und versteckt. Ja. Aber das wie stimmt, wir festgestellt haben, ist ja da einiges mehr dahinter. 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 5 Lehrlinge. Genau. Wo habt ihr die alle versteckt? Ja, das ist, also unser Standort ist historisch gewachsen. Wir sind ja vor dem Elektrobetrieb, hat es ein Lederzubehörgeschäft gegeben. Also wir sind über 100 Jahre an dem Standort. Und das ist eigentlich, wir sind ständig langsam, aber bewusst gewachsen. Unser Gebäude geht fast 100 Meter zurück auf also mehrere nach hinten, Etagen. Nach hinten ist man genau, ein bisschen genau. verteilt, okay? Ja. Und jetzt, da kommen wir vielleicht noch später drauf, haben wir uns auch ein bisschen Richtung Saaz erweitert. Wir haben zum einen das Elektrogeschäft, den Elektrohandel, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Aber unser größter Teil ist eigentlich der Elektroinstallationsbereich. Und da sind wir eigentlich weit über die Grenzen hinaus von Feldbach auch tätig. Und das ist das, was uns Freude macht auch. Herr Ramat, Sie haben schon gesagt, 2 Bereiche. Dementsprechend haben wir auch 2 Lehrberufe bei euch, die man lernen kann im Betrieb. Ganz genau, ja. Nämlich den Elektrotechniker, die Technikerin. Und Einzelhandel mit Schwerpunkt Elektro- und Elektronikberatung. Genau. Also wir nehmen im Einzelhandel, weil unser Geschäft nicht so groß ist, nehmen wir alle, ich sage mal, 4 bis 5 Jahre einen Lehrling auf. Das wäre heuer auch wieder soweit. Da sind wir noch auf der Suche. Und im Elektroinstallationsbereich nehmen wir jedes Jahr 2 bis 3 Lehrlinge auf. Da sind wir natürlich auch noch auf der Suche. Wenn ich mich jetzt für diesen Lehrberuf entscheide, wie lange ist da die Lehrzeit? Wo ist die Berufsschule? Also im Elektrohandel ist die Lehrzeit 3 Jahre, die Berufsschule ist in Hartberg. Und im Elektroinstallationsbereich ist das Grundmodul 3,5 Jahre. Und da gibt es in Eibiswald und in Volzberg eine Berufsschule. Und da kann man sich dann noch vertiefen in Spezialmodule. Spezialmodule sind zum Beispiel Steuerungen, Programmierungen, also auch ganz viel Technik und nicht nur handwerkliche Installationsarbeit, sondern auch sehr viel Arbeit mit dem Computer wahrscheinlich oder mit digitalen Geräten. Also wie Sie schon angesprochen haben, das Spezialbereich, aber auch erneuerbare Energien und Sicherheitstechnik. Da kann man sich dann nach dem ersten Lehrjahr dafür entscheiden, was einem Freude und Spaß macht. Und wenn man entsprechend motiviert im Beruf da ist, kann man auch diese Spezialmodule wählen. Was heißt, wie schaut der Arbeitsalltag? Was heißt das für den Lehrling jetzt bei euch? Also ist jetzt weit über die Grenzen von Feldbach aus aktiv und bekannt. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie verteilt sich doch dieser Alltag eines Lehrlings die ersten Wochen und dann vielleicht im Rahmen der Lehrzeit, die 3,5 Jahre, wie teilt sich das auf? Ist man da am Anfang mehr in Feldbach oder gleich unterwegs? Grundsätzlich ist es so, dass man am Anfang natürlich in der Region tätig ist, dass man nicht so weit auswärts fahren muss noch. Wir haben in der Region auch sehr viele tolle, spannende Kunden. Das betrifft die ersten 2, 2,5 Jahre. Und wenn man dann einmal das 18. Lebensjahr erreicht hat und ein bisschen davor auch schon, dann geht es auch ein bisschen weiter hinaus, wer Lust und Laune dazu hat. Ist natürlich auch spannend, dass man ein bisschen was von Österreich sieht. Das heißt, ich kann mir das mit euch ausmachen. Also ich muss nicht, wenn ich nicht möchte, aber ich kann sagen, jetzt würde ich gern. Genau. Woanders also arbeiten. Eine gewisse Flexibilität muss man als Betrieb heutzutage an den Tag legen. Und natürlich schauen wir, was jeden Freude macht. Wenn einer gern auswärts fährt, geben wir natürlich sehr gern die Möglichkeit dazu. Mhm. Wenn einer gern in der Region bleibt, wenn Familie, Freundin, Sport, Vereine und so weiter, gibt es die Möglichkeit natürlich auch. Habt ihr auch Mädels im Betrieb? Ja, wir sind eigentlich sehr happy und glücklich, dass wir die letzten Lehrlinge, der Lehrling ist die Viktoria. Die wollte ich heute eigentlich mitnehmen, aber die ist noch auf der Baustelle gefragt, weil die muss gerade was fertig machen auch mit der restlichen Mannschaft. Ist ein Lehrmädchen und sie kommt ganz toll im Betrieb an, ist von den Arbeitskollegen, jeder freut sich, wenn sie mitfahren darf. Es macht wirklich großen Spaß, auch einmal ein Lehrmädchen, ein bisschen die weibliche Seite auch auf der Baustelle zu haben, ja. Mhm. Der nächste Lehrberuf, den ihr noch habt, ist der Einzelhandel, Elektro- und Elektronikberatung. Genau. Was kann man sich da darunter vorstellen? Das heißt, ich verkaufe die Elektronikprodukte, die ihr in Feldbach in eurem Shop habt. Ganz genau. Also wir sind eigentlich so ein klassisches Elektrogeschäft. Allem, was dazugehört, von der weißen Ware, darunter versteht man eben Waschmaschine, Kühlschrank, die ganzen Küchen- und Haushaltsgeräte. Und im Fachbegriff heißt das andere, der andere Teil ist dann die braune Ware, das ist Fernsehgeräte, Musikanlagen,
und so weiter. Und da ist es auch so, aufgrund von unserer Firmenstruktur, wenn man sagt, man hat da Spaß am Beruf, hat man auch die Möglichkeit, so wie jetzt zum Beispiel unser Manuel im Geschäft, der ist auch bei den Kunden und auch oft beim Kunden selber gefragt, dass er zum Beispiel eine kleine WLAN-Infrastruktur, also WLAN-Sender einrichtet und die Internetvernetzung in den Wohnungen macht. Das bringt mich schon zur nächsten Frage, die Perspektiven mit dem Beruf oder nach der Lehre. Das heißt, ich kann bei euch im Betrieb bleiben, ihr freut euch, wenn ich da bin und ihr schaut auch, was sind die einzelnen Stärken des Mitarbeiters und wie könnt ihr die Stärken gut einsetzen? Ganz genau, also wir schauen auf die, grundsätzlich ist einmal dazu zu sagen, als Elektroinstallateur oder Installationstechniker ist ein ganz toller Beruf, mit dem man nicht nur bei uns, sondern mit der abgeschlossenen Lehre hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sei es in der Autoindustrie oder bei vielen anderen Kunden. Es ist wirklich ein sehr gefragter Beruf, in dem man ganz tolle Möglichkeiten hat. Wir schauen natürlich auch für unsere Lehrlinge, was einem Freude macht, wie schon angesprochen, dass wir das so gut wie es geht erfüllen können. Und sei es jetzt wie gesagt, dass man in der Region bleibt, auswärts fährt, in der Photovoltaikmontage tätig ist. Da gibt es ganz viele tolle Chancen und Möglichkeiten. Herr Rammert, ich sehe, Sie haben uns da auch was mitgebracht. Genau. Etwas Typisches für Ihre Branche, für Ihr Handwerk, für Ihren Beruf. Was ist das genau? Das ist ein Photovoltaikmodul im Miniformat. Das ist auch das, was in den letzten Jahren, also wirklich, was wir sehr intensiv machen. Die wirkliche Größe ist, dass ihr euch das vorstellen könnt, unten ungefähr 1 Meter und in der Höhe 1,70 Meter. Und für diesen Platten haben wir letztes Jahr zum Beispiel an die 9000 Stück verbaut. Da haben wir uns wirklich in der Region einen Namen gemacht und das macht uns auch sehr viel Freude, dass wir da unseren Teil zur Energiewende beitragen dürfen. Unter dem Tisch liegt auch noch was, neben dem Kugelschreiber. Das ist jetzt im Gegenzug zum Photovoltaikmodul was ganz Simples und Einfaches. Ist so, ich sage mal, das Allround-Werkzeug des Elektrikers. Ein bisschen ein modernisierter Seitenschneider, wie man es früher gesagt hat. Das ist das, was jeder eigentlich immer von braucht auf der Baustelle. Das heißt, dass man ein Kabel abisoliert, wo man den Kunststoffmantel herunterzieht oder einfach um was abzuzwicken. Das ist das, was man eigentlich tagtäglich auch im Einsatz hat. Ist eine Kleinigkeit, aber eine tolle Geschichte. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf auf diese Photovoltaikmodule. Ich bin da vor kurzem mit dem Auto unterwegs gewesen und habe eine neue Halle gesehen, wo einerseits solche Module sichtbar waren und auf der anderen Seite der Name Rammert außerhalb von Feldbach. Was verbirgt sich da dahinter? Ja, das war, wie schon gesagt, dass wir eben ständig und behutsam wachsen. Das ist jetzt ein bisschen ein größerer Schritt. Wir haben da letztes Jahr eben 2 dieser Hallen gebaut. Zum einen Teil auch wieder mit Photovoltaik, werden vielleicht viele von euch schon gesehen haben, dass wir da auch wieder zur Energiewende was beitragen. Zum anderen war das ein wichtiger und notwendiger Schritt in der aktuellen Situation mit der Corona-Krise, aber auch leider mit dem Krieg, der jetzt aktuell auf uns in der Ukraine tobt, dass wir ein bisschen eine Sicherheit für unsere Kunden haben, haben wir unser Lager vergrößern müssen und dass wir eben die Flexibilität an der Baustelle darlegen können, dass wir die Aufträge abwickeln können. Weil es ist nicht mehr so einfach, dass man die ganzen Materialien bekommt. Gut, Herr Rammert, jetzt bewirbt man sich als Lehrling bei Ihnen. Wie schaut dieser Bewerbungsprozess aus? Grundsätzlich ist es so, dass man bei uns anruft oder ins Geschäft am Hauptplatz kommt. Wenn ich da bin, dann können wir das gleich machen, sonst einen Termin vereinbaren. Ich freue mich immer, also eigentlich ist es notwendig, dass der Lehrstellensuchende, der Lehrling mitkommt, dass nicht nur die Eltern kommen, weil der persönliche Eindruck ist für mich sehr, sehr wichtig. Was muss man mitbringen? Mitbringen muss man sich selbst einmal. Sich also selbst natürlich, ja. Lebenslauf? Lebenslauf, das letzte oder die letzten Zeugnisse und was wichtig ist, ein freundliches und nettes Auftreten. Also ein schönes guten Morgen oder grüß genau. Gott. Ja. Genau, weil das ist ganz wichtig und ist auch ein Steckenpferd von unserer Firma. Wir haben zum Glück fast ausschließlich Stammkunden, also von unseren Kunden, die wir bedienen, sind, ich sage mal, zwischen 85% und 90% Stammkunden, für die wir über Jahre hinweg schon arbeiten. Und dem wir wirklich eine Freude, so wie ich mit unserem Team, das kommt überall gut an und da soll sich natürlich der Lehrling auch gut einfügen und da ist das freundliche Auftreten das A und O. Bei Ihnen spricht man ja mit dem Chef persönlich sozusagen. Sie haben gesagt, genau. Sie nehmen sich dann gerne Zeit für so ein Gespräch. Ja. Was wird gefragt? Was wollen Sie wissen?
ist ein ganz lockeres Gespräch, da braucht keiner eine Angst davor haben. Frage ich auch, wenn es in der Schule geht, wie die Freizeit ausschaut, welche Hobbys da sind und natürlich dann auch ein paar Fragen, die das, ich sage mal, logische Denken ansprechen. Das sind ein paar einfache mathematische Aufgaben und ein paar andere, ich sage mal, Fragen, die eben auf den sogenannten Hausverstand abzielen. Ja. Gibt es einen schriftlichen Test auch oder machen Sie das einfach mündlich? Schriftlichen Test gibt es nicht. Es sind aber nahezu immer die gleichen Fragen. Die habe ich auch schon von meinem Vater ein bisschen übernommen. Also es ist, ich sage mal, jahrzehntelange Erfahrung, was da. Das heißt, wenn man jetzt ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen fragt oder irgendwie ein bisschen auf Spurensuche sich begibt, dann findet man die Fragen heraus, wenn Sie sich noch erinnern können. Könnte sein, ja. Als kleiner Tipp, ja. Gut, was gibt es noch zu wissen, wenn man sich für eine Lehrstelle bei Ihnen im Betrieb interessiert? Ja, wie gesagt, also wir sind, oder ich und unsere ganze Familie legt eigentlich sehr großen Wert darauf, dass der Zusammenhalt in der Firma gut ist, dass es wirklich auch ein freundschaftliches Verhältnis mit den Mitarbeitern ist. Das versuchen wir natürlich auch zu pflegen, so wie jetzt zum Beispiel nächsten Samstag holen wir unsere Weihnachtsfeier nach, da das Corona-bedingt vor Weihnachten nicht möglich war. Also solche Veranstaltungen und Firmen-Events sind uns ganz wichtig und tut in der Zeit auch gut, dass man sich privat ein bisschen trifft, um persönliche Dinge auszutauschen und ist für das Teambuilding und für die Mannschaft ganz wichtig. Sie haben vorher bei den Bewerbungen das Schreckenswort, sage ich, der Schüler, Mathematik verwendet. Ja. Wenn ich das gerne machen möchte, aber jetzt Mathematik ist vielleicht nicht gerade mein Steckenpferd, kann ich mich dann trotzdem bewerben? Unterstützen Sie den Lehrling dabei, wenn er sagt, er ist engagiert und er braucht vielleicht einfach in Mathematik oder bei den Dingen öfter eine Hilfe, eine Lernhilfe? Natürlich, also wir unterstützen so gut wie es geht. Wie gesagt, Mathematik ist mir sehr wichtig, aber wenn da Unterstützung gefordert ist, gibt es natürlich die Möglichkeit auch. Da haben wir jetzt auch, wie das Distance Learning in der Corona-Zeit war, haben auch unsere beiden Lehrlinge, die da betroffen waren, sind auch bei uns im Betrieb gesessen und sind auch speziell, sage ich mal, durch meine Frau und auch durch mich unterstützt worden, wenn es da Fragen gibt. Haben wir auch geschaut, dass wir da in gewissen Dingen, wo es dann vielleicht ein bisschen gehakt hat, eine Nachhilfe organisieren. Also sind wir wirklich sehr motiviert, dass aus den jungen Menschen was Tolles wird. Ja. Also wie Sie sagen, das Team zählt nicht nur bei der Weihnachtsfeier, genau, sondern auch im gesamten Ablauf der gesamten Lehrzeit. Die wichtigste Frage, die wir schon wieder ganz nach hinten verschoben haben, den Verdienst. Es ist so, im Elektroinstallationsbereich, also der Teil, was bei uns auf der Baustelle stattfindet, geht das Ganze im ersten Lehrjahr, beginnt das laut Kollektivvertrag bei 726,13 Euro und ist im vierten Lehrjahr dann, knapp bevor man ausgehend hat, bei 1602,85 Euro. Und dazwischen gibt es ein paar Abstufungen. Im Elektrohandel beginnt man mit 730 Euro und geht dann bis zu 1250 Euro. Ja, danke, Herr Rammert. So viel zum Verdienst. Da ist auch wieder ein wichtiges Wort gefallen. Wir machen ja nicht nur die Vorstellung der Betriebe und der Berufe, sondern wir wollen euch ja auch alles rund um diese Berufswelt ein bisschen mitgeben. Kollektivvertrag. So, ja. Jetzt waren ganz unvorbereitet. Was ist ein Kollektivvertrag in ganz einfachen Worten? Kollektivvertrag, das wird eben von den Vertretern von den einzelnen Sparten. Bei uns im Elektroinstallationsbereich nennt man das die Metaller. Da gibt es einmal im Jahr die Kollektivvertragsverhandlungen und da werden eigentlich die neuen Löhne ausgemacht, die im Jahr darauf dann ausbezahlt werden und das betrifft dann die ganze Berufsgruppe. Und wie gesagt, das ist einfach eine Vorgabe, eine Richtlinie, wo sich dann die Löhne dran halten. Das ist der Mindestlohn, der bezahlt werden muss. In der heutigen Zeit ist man natürlich bei entsprechender Leistung auch als Betrieb gerne dazu bereit, dass man ein bisschen mehr dafür hergibt, dass man eben, wie gesagt, die Mitarbeiter halten kann und dass man Freude damit hat. Ja. Also ein Kollektivvertrag regelt sozusagen auch die Beziehung zwischen dem Jugendlichen und Ihnen als Betrieb, genau, regelt die Mindeststandards und wie es der Herr Rammert schon gesagt hat, gibt es da aber auch immer viele freiwillige Leistungen der Betriebe. Kleiner Tipp, im Zuge der Vorbereitung auf so ein Bewerbungsgespräch ruhig auch einmal auf die Homepage schauen, was bietet dein Betrieb, was hat er für Möglichkeiten, wie heute schon oft die Frage gekommen ist, wie lange gibt es diesen Betrieb schon, so wie bei Ihnen, ganz traditioneller Betrieb. Und
was zum Thema Gehalt jetzt gerade noch gefallen ist. Also was bietet der Betrieb für Zusatzleistungen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da haben wir heute Marlies ja schon ganz viele verschiedene Dinge kennengelernt, von Sportevents, Teamausflügen, von Prämien bei einem guten Erfolg in der Berufsschule. Und Vollverpflegung. Vollverpflegung. Snacks haben wir schon gehabt heute, unterschiedlichste Sachen. Herr Rammert, was ist bei Ihnen wäre ja ein gutes Goodie, gerade aktuell so ein gratis Strompaket zum mit nach Hause nehmen, ein bisschen Strom. Kann man den schon in der Tasche mit nach Hause nehmen? Gute Idee, aber da machen wir lieber die tolle Beratung, dass wir eine schöne Photovoltaikanlage bauen und somit eigentlich dann unsere Kunden und unsere Mitarbeiter unterstützen. Ja, dann hat man längerfristig was davon. Genau, längerfristig etwas davon haben, das ist auch das Ziel dieser Initiative heute. Das Arbeitsmarktservice Feldbach bietet euch diese Gelegenheit hier, verschiedene Berufe und Betriebe aus der Region kennenzulernen. Jetzt war bei uns der Herr Heinz Rammert vom Elektrogeschäft Rammert oder vom Betrieb Elektro Rammert. Wir sagen ganz herzlichen Dank, Herr Rammert. Ich bedanke mich. Alles Gute. Die Sonne, naja, ist heute ein bisschen düster, ist ein bisschen düster, die Photovoltaikanlage produziert, oder? Produziert ein bisschen weniger zwar, aber es kommt trotzdem was raus, ja. Gut, vielen Dank und wir dürfen als nächsten Betrieb einen ganz interessanten Betrieb begrüßen, wo wir uns auch ein bisschen gestritten haben, wer da jetzt überhaupt die Fragen stellen darf. Und das ist der Mario Gutmann von Hairdressing, Mario Gutmann. Und wir schauen uns ein paar Bilder zur Begrüßung an und dürfen den Herrn Gutmann zu uns bitten. Im Salon Mario Gutmann Hairdressing trifft Kreativität auf Technik. Unser Salon in Feldbach besteht seit über 30 Jahren. In Sachen Ambiente setzen wir auf eine Mischung aus jugendlich frechem Geist und glamouröser Atmosphäre. Unser Salon ist einfach ein Ort zum Wohlfühlen. Wir bieten Innovation mit Leidenschaft und sicheren Stil bei aktuellen Trends. Wandelbare Schnitte, fantastische Haarfarben, hochwertige Extensions, aber auch professionelles Make-up und Maniküre. Werde Teil unseres Teams, denn wir sind alles außergewöhnlich. So, jetzt bringen wir ein bisschen Glamour in die Sache. Den Star-Friseur, Mario Gutmann. Ja. Glamour haben wir gesagt, aber es ist trotzdem Handwerk. Erstens einmal guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn es um Jugend geht und um Chancen geht, dabei sein zu dürfen. Gell? Und ja, das ist ein Handwerk, das wir ausüben. Gell? Sie haben immer gesagt, im Vorgespräch haben wir schon mal telefoniert und dann haben Sie gesagt, es ist ein Handwerk, es ist Ihnen sehr wichtig, weil einfach so viel mitschwingt. Wie würden Sie den Jugendlichen, den Schülerinnen den Job geschmackig machen? Ich glaube, ganz einfach, gell, in dem, was wir tun. Wie gesagt, der springende Punkt dabei ist, man stellt sich Friseur eigentlich so vor, dass man nur im Salon arbeitet. Und ich glaube, an meiner Person, ich glaube, wenn ich so erzähle, was ich aus meinem Beruf gemacht habe, ich habe auch eine Friseurlehre gemacht und in meinem Geschäft in Feldbach und auch in der Lehrzeit schon habe ich schon begonnen, bei Seminaren und Shows zu arbeiten. Und das Ganze hat sich so entwickelt, dass ich dann einfach Jahre später dann 12 Jahre im Österreich-Team für Schwarzkopf Professional gearbeitet habe. Direktor war für Great Lengths International. Ich habe dann Shows gemacht, Fashion Week gearbeitet, habe dann für Live Barber Head of Hair, also Live Barber der Show viel gearbeitet, auch bei der Style Barber, also all das, was man sich eigentlich so mit Haaren und Frisuren eigentlich macht. Und ich glaube, so der Beruf Friseur gibt einfach so viele Möglichkeiten und eine Bandbreite zu arbeiten, weil wie gesagt, man stellt sich vor, keine Werbung. Kein Fernsehen, kein Essen gehen, keine Show, kein Magazin kommt ohne Haare aus. Also da ist genau das, was wir mit Handwerk machen, eigentlich der springende Punkt. Sie haben gesagt, Sie waren schon oder sind schon weit gereist auf der Welt, waren bei Shows. Mhm. Da muss ich die Frage stellen, wen haben Sie schon frisiert? Also, ich glaube ganz, ganz viele. Also erstens schon mal im Salon, wir haben 38 Jahre Salon und ich arbeite jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Salongewerbe, aber natürlich so aus dem ganzen Bereich Formel 1, ob Schuhmacher, ob es aus der Musikszene ist, sehr viel gemacht. Und natürlich, wenn man bei der Fashion Week arbeitet und so neben Karl Lagerfeld steht und die Topmodels sieht und man ist eigentlich Teil des Teams,
und frisiert einfach wie diese Fashion Weeks, wenn so 400 Fotografen nur auf diesen einen, auf diese eine Frisur mit Körper und Kleidung warten, das ist schon spannend. Und ich glaube, das ist auch die Chance für junge Menschen, dass man einfach sagt, weil auch mit meiner Person, mein Salon ist in Feldbach und wenn ich schaue, von Feldbach aus habe ich in der ganzen Welt gearbeitet und Chancen genützt, weil ich eben gut mein Handwerk erlernt habe, weil ich Spaß habe an meiner Tätigkeit, an meinem Job. Und somit kommt man dann einfach ganz leicht auf der ganzen Welt in solche Bereiche. Wie schaut es bei den Lehrlingen aus? Dürfen die da mit? Also kriegen die ein bisschen was von dem mit? Wenn sie jetzt bei den Shows sind, oder erzählen sie es ihnen einfach danach? Wie versuchen sie da die Lehrlinge in das einzubinden, in diese schöne große Welt, von der sie sagen? Das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil, wie gesagt, ich brauche ein Team rundherum. Wenn wir Shows machen, Seminare machen, wenn ich in meinem Salon arbeite, wir brauchen Hände, die helfen, weil, wie gesagt, wir arbeiten mit vielen Models oder mit vielen Kunden. Und da ist gerade diese Hand, die helfend ist und die zusieht und die unterstützt und natürlich für mich sehr, sehr wichtig. Herr Gutmann, das war jetzt schon eine ganz gute ein guter Einstieg, eine Vorstellung von Ihnen, vom Betrieb. Wenn wir uns jetzt den Lehrberuf ein bisschen anschauen. Wir haben den Lehrberuf Friseur, Friseurin. Wir haben eine Dauer von 3 Jahren. 3 Jahren. Wo ist die Berufsschule? In Graz. In Graz. Und wie läuft da so eine Lehrzeit als Friseur, als Friseurin ab? Gibt es am Anfang eher einfachere Kundinnen und Kundinnen wie mich? Da kann nicht so viel passieren. Oder wie schaut das aus? Weil ich nehme mal an, da gibt es ja auch immer ein bisschen so einen Respekt, bevor ich jemanden das erste Mal die Haare schneide in meinem Leben. Ja. Ich glaube, es läuft ganz spannend ab, weil, wie gesagt, wir lernen ein Handwerk, junge Menschen, und wir lernen aber viel mehr an den Prozess, weil, wie gesagt, wir lernen Haare schneiden von der technischen Seite, aber wir lernen auch das Umgehen mit Menschen. Weil, wie gesagt, ich arbeite nicht ein Stück Holz, das nicht sprechen kann und keine Gefühle hat und nicht spürt, sondern wir arbeiten mit Menschen. Wobei, das heißt, das war super. Richtig. Und dazu ist natürlich so, dass man einfach in diesen Friseurlehre ja viel mehr lernt, dass wir Haare schneiden. Und das finde ich das Spannende, gell? Weil, wie gesagt, der Umgang mit Menschen, wir stellen uns ja ständig auf neue Menschen ein. Wir haben bei mir im Salon 17, 18 Stühle und ich gehe alle 20 Minuten oder eine Stunde zu einem anderen Stuhl und arbeite mit einer ganz anderen Person. Und das ist, was das spannend ist, dass wir junge Menschen lernen, mit Menschen umzugehen. Ein bisschen dieses Feinfühligkeit, das ganze Menschen zu erkennen, weil ohne den geht's nicht. Und dafür ist Friseur als für mich einer der spannendsten Berufe, weil wir ein Handwerk lernen, das Perfektion fordert. Aber und vor allem, wir arbeiten mit Menschen, die ständig alle 10 Minuten oder kommt ein neuer Mensch rein und wir mit denen in kurzer Zeit eigentlich so in Kontakt treten müssen. Herr Gutmann, Sie haben jetzt was ganz Schönes gesagt. Sie lernen, oder in diesem Beruf lernt man mit Menschen umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt 14, 15, 16 bin und mir überlege, das wäre ein Beruf, der mich anspricht. Ja. Ich bin aber jetzt eher vielleicht nicht so kommunikativ, eher sehr ruhig, gehe vielleicht sogar Menschen ein bisschen aus dem Weg. Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Lehrausbildung der letzten Jahre oder seit Sie Lehrlinge ausbilden, das ist aber schon etwas, was man lernen kann, oder? Absolut. Wie gesagt, deswegen ist eine Lehre, hat eine Lehre eine Dauer von 3 Jahren, dass wir das trainieren, dass wir üben, diese Ängste abbauen, gell? Weil, wie gesagt, das ist natürlich ein kombinativer Beruf, wir müssen mit Menschen sprechen, aber das ist so, wenn ich in meiner Zeit zurückdenke, ich habe eigentlich oft auch Angst gehabt, wie ich jung war, vor Menschen zu sprechen, also in der Öffentlichkeit, und was habe ich mir dann ausgesucht, dass ich jede Woche Shows mache, wo ich vor 10.000 Leuten auftrete und sprechen muss. Also das kann man lernen und das ist das Spannende, diese Entwicklung bei jungen Menschen. Und ich glaube, gerade für einen Lehrling, wieso suche ich mir Friseur aus? Weil genau das vielleicht so die Eintrittskarte ist, einfach in einer Welt, die so breit ist. Mode, das ist ohne Mode, wenn man so sich umschaut, gell, so werbetechnisch, was für ein Alltag ist, Werbung, Produkte, fortgehen. Es ist so, da füllen wir überall mit unseren Händen unsere Fühler rein. Das heißt, da könnte ich sagen, mit der Handwerklehre komme ich in so unterschiedliche Bereiche rein, ob ich im Fashion-Bereich arbeite oder für Magazine arbeite oder für Shows arbeite, Make-up Artist etc. Also
die Bandbreite ist im Modebereich und vor allem mit einer guten Basis, mit einem handwerklichen Beruf Friseur enorm hoch. Schön zu spüren, wie Sie mit dieser Begeisterung über Ihren Beruf erzählen. Das ist ja etwas, was wir euch wünschen, dass ihr an dieser Stelle in ein paar Jahren steht und über eure Berufswahl, über eure Begeisterung eines Berufes berichten könnt. Und auf dem Weg dahin, das haben wir jetzt, glaube ich, auch ganz schön erlebt, seid ihr nicht allein gelassen. Ja? Das ist etwas, was man lernt. Und es gibt ja nicht nur den Herrn Mario Gutmann in Ihrem Betrieb, sondern ihr seid ja ein bisschen ein größeres Team. Vielleicht noch ganz kurz, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wo ist eigentlich genau in Feldbach euer Standort? Also wir sind in unserem Salon 10 Mitarbeiter, die unterschiedliche Aufgabenbereiche natürlich auch machen, weil wie gesagt, wir decken ganz stark so einmal Haare als klassisch ab mit Haarschnitt und Färben. Wir haben uns sehr, sehr stark spezialisiert im Bereich Haarextensions, Haarverlängerungen. Wir decken den ganzen Make-up-Bereich ab. Also das ist für einen jungen Menschen schon ein Bereich, wo man sagen kann, boah, da gibt es schon unterschiedliche Bereiche, in die ich mich dann später vielleicht noch mehr verwirklichen möchte. Und genau so passiert es dann, dass wir versuchen zu erkennen, in welche Richtung, wo ist das Talent von diesen jungen Menschen. Und dann natürlich greifen unterschiedliche Mitarbeiter dann dazu und bilden und trainieren weiter. Und natürlich, weil wir versuchen auch immer junge Menschen eine Chance zu geben, weil sie eine Chance für den jungen Menschen ist, für den Lehrling ist und natürlich auch die Chance für uns, unseren Salon größer zu werden und da Mitarbeiter aufzubauen. Mein Ziel ist, dass wenn ich Lehrlinge ganz klar nehme, dass der ein toller Friseur wird und natürlich auch in meinem Salon bleiben kann. Wir haben heute als einen ganz wichtigen Punkt, mal ist auch immer wieder gehört, das Schnuppern. Ja? In der Berufswahl, in der Berufsentscheidung in dieser ganzen Zeit gibt es ja die Empfehlung, bewerben und als nächster Schritt, wenn es passt, Betriebe auch anschauen, Berufe kennenlernen und da bietet sich am allerbesten das Schnuppern an. Würdest du dich zur Verfügung stellen zum Schnuppern, wenn ich jetzt einmal möchte ausprobieren, wie so ein Friseur, wie Haarschneiden funktioniert oder wie rennt das? Also ich finde Schnuppern immer gut, weil wie gesagt, eigentlich als Junger wollte ich Astronaut werden und wahrscheinlich ist Astronaut anders, als wie ich es mir vorgestellt habe damals. Und ich glaube auch bei uns schnuppern und ich habe auch so aus dem Beispiel diese Frisur hier mitgebracht, weil wenn junge Menschen oder Lehrlinge zu mir in Salon kommen, fragen sie, was ist das? Und auch das ist Teil unseres Berufes, was ich mir eigentlich gar nicht vorstelle. Wir haben eine Frisur gemacht, die, wie sie fertig war, die wird von Menschen getragen. Die Frisur besteht aus 4700 Sicherheitsnadeln und wie die fertig war, war ich in 3 Fernsehsendungen, weil die einfach irrsinnig stark angekommen ist. Damit will ich nur sagen, man stellt sich vielleicht vor, dass Friseurlehre irgendwie, weiß nicht, nur in einem Salon basiert und vielleicht Fahrrad ist und man muss so lange, keine Ahnung, gleiche Tätigkeiten machen. Nein, stimmt nicht. Gell? Also und deswegen so unser Spektrum und auch so mit meinem Salon, wir versuchen da total Grenzen aufzubrechen und so auch wie hier. Es hat nichts mit einer Frisur zu tun, aber sie wird getragen wie eine Frisur und ja, man erweitert seinen Horizont und wir arbeiten in einem kreativen Beruf, wo wir kreative Ideen brauchen. Wir haben nichts Klassisches. Gell? So, und dafür kann man sich da wunderbar ausleben. Und ein Schnupperlehrling, genau das versuchen wir ihm zu zeigen. Gell? Was ist das eigentlich? Und stellst du dir das auch so vor? Weil um das geht es einfach. Gell? Wir brauchen dann diesen Punkt, wo wir sagen, passt, wir haben die gleiche Motivation, aus dir was Tolles zu machen. Wobei, aber da geht es mir jetzt darum, dass einfach die Jugendlichen, die Schüler nicht mit einer falschen Vorstellung in den Betrieb kommen. Es gibt für uns immer den Tipp an die Betriebe, die Jugendlichen möglichst einbinden und sie was tun lassen im Betrieb. Damit es aber zu keiner falschen Vorstellung kommt, bei euch darf man nicht echt, also tatsächlichen Menschen die Haare schneiden, sondern bei euch wird dann an Puppenköpfen geübt. Genau. Damit der Schnupperlehrling auch ein bisschen merkt, was er tut. Also wir versuchen auch so einen Schnuppertage, wenn wer kommt, erstens einmal ist ein wichtiger Aspekt, dass man einfach einmal, ich glaube, es wird manchmal beim Schnuppern so ein bisschen übersehen oder vielleicht falsch auch gesehen. Ich glaube, entscheidender Punkt ist immer der, dass die Schnupperlehrlinge mal uns zusehen, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Weil das ist vielleicht auch das, was er später macht. Und natürlich haben wir so bei mir im Salon circa 200 solche Kundinnen,
die warten auf Haarschneiden, die auch nicht Angst haben, weil natürlich am Modell auf einen echten Kunden zu arbeiten mit nur Haarschneiderfahrung, das könnte natürlich ein sehr kreativer, spannender Haarschnitt werden, aber ich weiß nicht, ob das den Kunden ganz recht ist. Aber ich sage, auch diese Erfahrung, dass der Schnupperlehrling bei mir den ersten Tagen schon Haare schneidet, ja, auch Haare föhnt, mit den Glätteisen hantiert und natürlich uns zusehen darf, ich denke, da bekommt man schon einen guten Eindruck, das, was sie machen. Eine Frage aus dem Chat haben wir auch, die Standardfrage. Wie schaut es mit dem Verdienst aus? Mhm. Verdienst ist auch so bei uns, wir haben so im ersten Lehrjahr ist 600 Euro, im zweiten Lehrjahr ist es 700 und im dritten Lehrjahr sind wir bei 920 Euro. Plus, was man nicht übersehen darf und nicht verschweigen darf, das Trinkgeld. Ich glaube, gerade so, wenn man mit Menschen arbeitet, und das ist, glaube ich, bei uns schon ein toller Aspekt, einfach, man bekommt irrsinnig viel Dankbarkeit. Man hat einen Beruf, wo man eine Arbeit fertig macht. Ich arbeite eine Stunde mit einem Kunden und man bekommt sofort das Danke, das Feedback. Und das ist in unserem Beruf schon sehr was Wertvolles. Und das zweite Wertvolle ist es natürlich auch, wenn der Kunde zufrieden ist mit meiner Leistung, mit meiner Bereitschaft, auf ihn einzugehen und tolle Frisur, dann gibt es auch richtig gutes und viel Trinkgeld. Das ist in meiner Branche schon beachtlich, was man sich als guter Friseur oder als guter Lehrling natürlich auch dazu verdienen kann. Mhm. Bevor wir jetzt abschließen, die Frage, seit ich den Puppenkopf gesehen habe, will ich wissen, wie schwer ist denn die Frisur? Die Frisur hat natürlich schon ein bisschen mehr über ein Kilo, aber wie gesagt, die Frisur wurde bei ganz vielen Events und Galas und Festen getragen und man kann wunderbar mit tanzen und das schaut schon spannend aus, wenn man auf einer Tanzfläche ist und 4700 Nadeln bewegen sich, die von Lichtstrahlen angeschossen werden. Also man kann sich gut damit bewegen. Also wenn Sie das nächste Mal weggehen, gell, und Sie hätten Lust, bitte sehr. Gell? Ja? Super, das ist ein Ausblick. Hm? Gut, Herr Gutmann, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Man hat gesehen, wie lebendig der Beruf des Friseurs, der Friseurin ist, was man da alles lernt, wie weit das eigentlich auch aus Feldbach hinausgeht, wenn man hier in Feldbach lernt, international in ganz Europa und darüber hinaus unterwegs. Vielen Dank für diesen Einblick. Danke auch für das Schleppen dieses tollen Modells. Und hoppala, da fällt der Kugelschreiber runter. Bevor wir jetzt zu unserem nächsten Betrieb kommen, dürfen wir wieder eine ganz wichtige Funktion in unserem neuen Lehrberuf ausüben, nämlich Grüße, Überbringerin und Überbringer. Wir grüßen natürlich ganz herzlich die 3B der Sportmittelschule in Feldbach und dann gibt es noch alle möglichen Wünsche, und die, wo wir liebe Grüße ausrichten an den Daniel, an die Sonja, an die Bettina und an den Markus. Ja, es freut uns, dieses Interesse. Es bestätigt dass uns und das Arbeitsmarktservice Feldbach, dass es wichtig ist, Betriebe wie den Mario Gutmann vom Hairdressing, Mario Gutmann, hier zu begrüßen, gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern. Und ja, danke. Wir schauen jetzt weiter nach Kirchberg, in den Fleischhof Rabtal. Jetzt wird es kulinarisch, richtig zur Mittagszeit, Marlies. Ja. Zur Einstimmung, liebe Regie, ein paar Bilder. Der Fleischhof Rabtal ist ein Schlacht- und Zerlegebetrieb für Schweinefleisch. Mitten im steirischen Vulkanland, genauer gesagt in Kirchberg an der Raab, wird mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf rund 8000 Quadratmetern Betriebsfläche Fleisch verarbeitet. Der Fleischhof Rabtal zeichnet sich durch eine enge Verbundenheit zur Region, eine hohe fachliche Kompetenz und eine nachhaltige Arbeitsweise aus. Wir bieten jungen, motivierten Menschen eine Top-Lehrausbildung im Beruf Fleischverarbeiter, Fleischverarbeiterin. Danach hast du viele Möglichkeiten, dich bei uns im Unternehmen weiterzuentwickeln. So, es wird kulinarisch. Wir haben mit Absicht den Betrieb nicht am Vormittag eingeteilt, weil da sind wir gerade vom Frühstück gekommen. Aber jetzt ist es 11 Uhr, wir gehen dem Ende zu und kriegen schon langsam einen Hunger. Da seid ihr wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner dabei. Definitiv. Ja, hallo, grüß Gott auch von meiner Seite. Freut mich sehr, dass ich heute einen Fleischhof Rabtal vorstellen darf und auch unseren Lehrberuf. Ja, passt genau zur Mittagszeit. Bei uns dreht sich alles rund ums Fleisch.
Das heißt, welchen Lehrberuf kann man bei euch lernen? Was bietet sie an? Wir bieten aktuell einen Lehrberuf an, und zwar den Fleischverarbeiter. Was macht der Fleischverarbeiter? Früher hat man gesagt Fleischer, ist das der gleiche? Oder die Fleischverarbeiterin? Genau, Fleischer ist quasi die ältere Bezeichnung, oder man kennt auch den Fleischhauer, das ist eher so umgangssprachlich, aber im Grunde ist das alles das Gleiche. Mhm. Die Lehrzeit ist 3 Jahre? Richtig, genau, beträgt 3 Jahre. Und die Berufsschule ist in? Die Berufsschule ist in Bad Gleichenberg. Dort wird das theoretische Wissen vermittelt, und das praktische wird in der Fachschule Hatzendorf gelernt. Also dort befinden sich dann die ganzen Verarbeitungsräume. Also dort kann man dann wirklich Hand anlegen am Produkt. Sie haben zahlreiche Kooperationen, das haben wir vorher schon mal durchbesprochen. Also einmal in Gleichenberg ist die Berufsschule, dann gibt es die Kooperation mit der Fachschule Hatzendorf. Und wenn ich bei Ihnen den Fleischverarbeiter oder die Fleischverarbeiterin lerne, gibt es auch noch einen Partnerbetrieb dazu. Genau, also bei uns am Standort in Berndorf, also beim Fleisch auf Rabtal, da schlachten und zerlegen wir Tiere, also Schweine vor allem. Das heißt, wir machen aus dem Tier ein Fleisch, ein Frischfleisch. Und zum Fleischverarbeiter gehören aber auch noch andere Tätigkeiten dazu, wie zum Beispiel, dass man Wurst produziert, Aufstriche herstellt oder zum Beispiel ein Schinken produziert. Und die Tätigkeiten lernt man dann in unserem Partnerbetrieb, und zwar in einer kleinen Fleischhauerei, die befindet sich in St. Stephan, und zwar bei der Fleischerei Kaufmann. Und dort lernt man quasi, wie man das Frischfleisch zu einem Produkt verarbeitet. Mhm. Was sind da die Perspektiven? Jetzt möchte ich das lernen, weil ich interessiere mich einfach für Fleisch, und ich finde es einfach toll, was man daraus machen kann. Es ist einfach ein Rohprodukt, und es werden die höchsten kulinarischen Genüsse damit hergestellt. Was sind die Perspektiven? Also ich lerne bei euch, was mache ich dann, wenn ich fertig gelernt habe? Ich sage einmal, mit der Lehre ist die Basis einmal geschaffen. Man hat einmal das gesamte Grundwissen, was man braucht. Und ich sage einmal, dann stehen alle Möglichkeiten offen, vor allem auch bei uns im Betrieb. Wir versuchen natürlich, dass die Lehrlinge alle bei uns bleiben nach der Lehre. Und je nachdem, wo halt die Stärken oder auch die Interessen von dem Arbeiter dann liegen oder der Arbeiterin, kann man die in ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Man kann zum einen als Fleischer bei uns arbeiten, aber es ist dann zum Beispiel auch möglich, wenn man bereit ist, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, dass man eine Gruppe von Personen leitet, zum Beispiel in der Zerlegung, oder dass man eine ganze Abteilung leitet. Man kann aber auch zum Beispiel Verkäufer werden, bei uns im Betrieb, oder man kann in der Prozessoptimierung arbeiten, im Qualitätsmanagement. Also ich sage mal, mit der Ausbildung als Fleischer ist danach alles möglich. Also man hat die solide Ausbildung, genau, das Grundwissen, und dann kann man sich in unterschiedlichen Bereichen auch noch weiterentwickeln. Was soll ich mitbringen, wenn ich Fleischer werden möchte oder Fleischerin? Ich sage mal, die Ausbildung ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Man braucht vor allem ein handwerkliches Geschick, sage ich mal. Man soll fingerfertig sein. Mhm. Ganz wichtig ist auch, dass man ein Interesse für die Produktion von Lebensmitteln mitbringt. Und man sollte auch natürlich eine positive Einstellung zum Lebensmittel Fleisch haben. Genau. Also vielleicht ich bin Vegetarier. Stimmt jetzt nicht ganz, aber ja. Ich sage mal, man sollte schon, wenn man Fleisch produziert, sollte man es auch mögen, sollte man gerne damit arbeiten, genau. Das entspricht ja irgendwie dem Modetrend Grillen. Also wenn jetzt im Sommer oder mittlerweile auch im Winter gegrillt wird, praktisch immer, ist total in. Da ist die richtige Ansprechperson, wenn ich was Gutes suche, was ich verarbeite, was ich grille, ist eigentlich der Fleischer genau die richtige Ansprechperson für mich. Genau, also der Fleischer bringt eigentlich das gesamte Fachwissen mit, was man haben muss. Also der Fleischer kann einen wirklich super beraten, welches Stück wirklich für welche Zubereitung geeignet ist. Wie sie überhaupt oder wie man überhaupt die beste Qualität herstellen kann. Also der hat wirklich das gesamte Fachwissen und kann einen da top beraten. Mhm. Super.
Was haben Sie uns da mitgebracht? Vom Fleischer haben Sie vermutlich was geschnappt? Genau. Also ich habe zum einen hab ich mal das Werkzeug von einem Fleischer mitgebracht. Natürlich Nummer eins ist das Messer, das Werkzeug. Dann habe ich mitgebracht Messerschleifer, damit auch die Messer immer ordentlich schneiden. Und auch einen Kettenhandschuh, einen Schutzhandschuh. Der dient dazu, dass man sich nicht verletzt. Und ja, zum anderen... Jetzt hätte ich noch gesagt, Messerschleifer. Das schaut jetzt nicht aus wie ein Messerschleifer, wenn ich jetzt ein 14-jähriger Schüler bin. Wie funktioniert denn das? Kann ich kurz vorzeigen, wenn ihr wollt. Ja. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten. Das nennen wir Klick-Klack, das ist eher was Einfacheres. Und dann gibt es auch noch einen Stahl, also einen normalen Streicher. Und man zieht dann quasi, also für einen Fleischer ist es immer ganz, ganz wichtig, eine ganz scharfe Klinge zu haben, damit er natürlich auch einen exakten Schnitt beim Fleisch zusammenbringt. Mhm. Ja, geht schon. So. Kann ich kurz vorzeigen. Jetzt sind wir das total praktisch, das haben wir noch nicht gehabt. Ja. Zieht man dann einfach so durch und somit wird das Messer quasi geschliffen. Richtig. Und der Kettenhandschuh, den nehme ich dann als Schutz? Genau, den zieht man einfach an. Auf der einen Seite führt man das Messer und auf der anderen Seite hat man dann den Kettenhandschuh an. Und sollte man an der Hand ankommen, wird eine Schnittverletzung vermieden. Okay. Genau, und zusätzlich hat man dann auch noch eine Kettenschürze an, die im vorderen Bereich ist, die habe ich jetzt aber nicht mitgenommen. Also, dass man auch optimal geschützt ist. Ja. Sie würden dann weiter? Genau, wo es ganz gut zur Mittagszeit passt und wo vielleicht manche jetzt Hunger bekommen. Ich habe unsere neueste Produktinnovation mitgebracht, und zwar das Dry-Aged Karree vom steirischen Vulkanlandschwein. Jetzt denken Sie sicher viele, was bedeutet Dry-Aged, was ist das? Und zwar ist es ein Karree, das am Knochen 8 Tage lang unter der Luft gereift wird. Und dadurch, durch die Reifung, wird es besonders zart und aromatisch. Und zusätzlich hat das Dry-Aged-Karree ganz viel intramuskuläres Fett, das heißt die ganz feinen Fettäderchen, und das macht zusätzlich das Fleisch noch extrem saftig. Also das ist wirklich unser neuestes Produkt. Wir versuchen auch in dem Bereich immer innovativ und kreativ zu sein, und da freuen wir uns, wenn immer wieder junge Menschen zu uns kommen, die sich da mit neuen Ideen einbringen können. Das passt genau, weil im Chat hat Anna schon geschrieben, er hat einen Hunger. Ja. Wir auch. Haben Sie ein Lieblingsrezept? Ja, also mein Lieblingsrezept ist entweder das Dry-Aged-Karree ganz scharf anbraten und als Steak zuzubereiten. Und sonst kann man das Dry-Aged-Karree auch noch als Ganzes im Braten grillen. Und durch die Fettabdeckung bringt man dann auch noch eine schöne Kruste zusammen, was natürlich auch ganz, ganz gut schmeckt. Damit man diesen Genuss bekommt, vor allem auch bei Ihnen, wie schaut das jetzt aus, wenn ich mich bewerbe? Was ist so eine typische Frage, die Sie den Bewerberinnen und Bewerbern gerne stellen? Grundsätzlich einmal, ob man in irgendeiner Art und Weise schon mal mit einer Lebensmittelproduktion zu tun gehabt hat oder irgendwas mit Tieren oder mit Fleisch. Aber ich sage mal, das ist jetzt überhaupt keine Voraussetzung, dass man bei uns als Lehrling genommen werden muss. Es muss einfach eine gewisse Leidenschaft und, Leidenschaft einfach da sein. Aber mein Hintergrund ist quasi nicht so tragisch, also ob ich jetzt vorher eine landwirtschaftliche Erfahrung habe oder gar keine oder schon mal selber gekocht habe oder noch nie gekocht habe. Ist absolut kein Ausschlagkriterium. Lernen tut man es bei euch. Genau, ja. Für das kommen die jungen Menschen ja zu uns, dass man es dann lernt. Genau, also auch das, wir wiederholen ja immer so wichtige Botschaften, egal was ihr für Vorerfahrung mitbringt, die Lehre hat ja genau den Zweck, euch auszubilden, euch einen Beruf die Möglichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen. Und da sind die Voraussetzungen, die man mitbringt, ganz unterschiedlich. Manche haben schon Vorerfahrung, manche haben noch keine. Und die Ausbilderinnen und Ausbilder des Fleisch auf Rabdals werden sich bemühen, dass wir hier ein gemeinsames Ziel erreichen.
Was ist das Ziel, Marlies, nach unserer Lehrausbildung, nach 3 Jahren, 3,5 Jahren, 4 Jahren? Das ist eine Prüfung. Und das fragen wir jetzt einmal die Frau Ulla. Was steht am Ende einer Lehre? Das Wort ist heute, glaube ich, noch gar nicht gefallen. Die Lehrabschlussprüfung. Man hat die LAB abgeschlossen und ich habe schon gesagt, da steht eigentlich dem jungen Menschen dann alles offen. Gell? Also man kann wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen dann tätig sein. Also das geht hin. Also man kann mit Fleischer natürlich noch ganz normal weiterarbeiten, aber je nachdem, wo halt dann die Interessen sind. Genau. Marlies, gibt es noch eine Frage aus dem Chat? Jetzt noch die letzte Gelegenheit für Fragen. Ganz typisch immer natürlich die Frage nach dem Verdienst. Genau. Bei uns verdient man im ersten Lehrjahr ungefähr 760 Euro, im zweiten Lehrjahr sind es 970 Euro und im dritten Lehrjahr verdient man dann schon 1290 Euro. Gut, Frau Ulla, vielen Dank. Was ist noch abschließend so ein Tipp von Ihrer Seite an Jugendliche, die jetzt gerade in dieser Phase stecken, sich über viele verschiedene Berufe da Gedanken zu machen? Ich gebe den Tipp mit, dass man sich im Vorhinein ganz gut überlegen soll, wo liegen meine Interessen, meine Stärken und vor allem, was möchte ich mein ganzes Leben lang machen? Also die Überlegung sollte... oder man sollte sich das wirklich ganz gut überlegen, was ich in Zukunft machen will. Versucht es in unterschiedliche Bereiche hineinzuschnuppern, weil erst dort bekommt man dann ein richtiges Gespür dafür, was gefällt mir, ist es auch wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder gefällt mir das eher nicht. Also wirklich schauen, dass man in unterschiedliche Bereiche hineinschnuppern kann und darf. Und somit, glaube ich, kann man dann auch die richtige Entscheidung treffen. Genau, um die richtige Entscheidung, um die geht's. Und wir haben ja heute auch schon schöne Beispiele gehabt. Eine Berufswahl ist ein erster Schritt. Man lernt einen Beruf und dann gibt es Möglichkeiten, sich in Betrieben weiterzuentwickeln, Berufe zu erweitern, in andere Betriebe zu wechseln. Viele spannende Möglichkeiten. Und damit die Jugendlichen und die Lehrlinge dann auch bei euch im Betrieb lang bleiben, deswegen gibt es Innovation, also immer wieder neue Produkte, neue Techniken, neue Entwicklungen. Und in diesem Sinne vielen Dank, viel Erfolg und danke. Mahlzeit dann. Mahlzeit, ja. Liebe Marlies. Vorher grüßen wir noch wen. Wir grüßen natürlich noch wen und wir haben noch ein paar Fragen aus dem Chat. Und die allerwichtigste Frage ist, wann, Marlies, findet die Auslosung der Preise statt, die Verlosung? Wir haben das Berufsinformationszentrum, die Frau Petra Josephus, bei uns zu Gast gehabt. Die hat ja eine Frage an euch gestellt. Wie war die Frage, Marlies? Vielleicht noch wie mal viele Lehrberufe gibt es? Genau, wie viele Lehrberufe gibt es in Österreich? Und die Antwort auf www.berufslexikon.at. Und wann findet die Verlosung statt? Das haben wir jetzt noch immer nicht verraten. Na genau, nächste Woche. Nächste Woche, Anfang nächster Woche werden die Preise verlost. Ihr dürft ja die Antworten an die Mailadresse des BITS Feldbach schicken. Ich darf nochmal bitten, diese Mailadresse einzublenden, wenn sie noch verfügbar ist. Und alle, die dort ihr Mail, sagen wir mal, bis Montag in der Früh hinschicken, nehmen an diesem Gewinnspiel teil, damit wir dann gleich einmal nächste Woche die tollen Preise verlosen dürfen, weil sonst, wie es heute schon die Petra Josephus gesagt hat, sonst müssen wir das alles selbst essen. Aber wir haben schon einige Antworten bekommen. Also weiter so, seid mutig, schätzt diese Zahl oder versucht sie auf berufslexikon.at herauszufinden. Der Chat lebt. Wir haben die nächste Frage. Kann man das Fleisch gewinnen? Hoppala, ob wir das Fleisch gewinnen können. Na gut, dass die Frau Huller noch da ist. Könnte man eigentlich machen. Ich weiß nicht, wie... Muss das gekühlt werden oder geht es? Es muss gekühlt werden, ja. Ja, es ist jetzt frisch aus dem Kühlschrank. Wir geben es gleich wieder in den Kühlschrank. Wir werden es mitverlosen. Super. Ja, passt, danke, können wir machen, gerne. Danke für die Anregung zur Verlosung. Marlies. Jetzt grüßen wir endlich aus der 4B den Manni, dann aus der 3B in Feldbach Max und Clemens, aus Murek den Klaas Uhrn. Und ganz wichtig, wir grüßen natürlich auch alle Pädagoginnen und Pädagogen, alle Lehrerinnen und Lehrer, die gemeinsam mit ihren Schulklassen hier uns an diesem Vormittag begleitet haben, die ja die Schülerinnen und Schüler immer auch vorbereiten, begleiten und auch danach auf dem Weg in den Beruf unterstützen und hier ja eine ganz wichtige
Funktion haben. Dafür bedanken wir uns auch an dieser Stelle bei allen Lehrerinnen und Lehrern, bei den Direktionen der ganzen beteiligten Schulen. Dazu sagen wir ganz herzlich Danke. Und Marlies, 9 Betriebe, 23 Lehrberufe. Und es gibt hinter dieser ganzen Aktion ein Team des AMS Feldbach, die das möglich gemacht haben, für euch diesen Vormittag zu gestalten. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir jetzt zum Schluss schon noch jemanden einladen vom AMS Feldbach. Genau, den Herrn Hacker, der Leiter vom AMS Feldbach. Den dürfen wir ganz herzlich nochmal begrüßen. Er muss jetzt natürlich ein bisschen seinen Schreibtisch teilen mit den Utensilien und Geräten vom Fleischhof Rabtal. Herr Hacker, ich habe es gerade gesagt, 9 Betriebe, 23 Lehrberufe, eine spannende Arbeitswelt konnten wir an diesem Vormittag präsentieren. Was ist Ihr Resümee, was ist Ihr Rückblick auf den heutigen Vormittag? Ja, danke, ich bin voll begeistert. Wie du schon gesagt hast, 9 Betriebe mit 23 Lehrberufen haben sich heute vorgestellt. Es haben die Schüler und Schülerinnen mit den Klassen aus dem ganzen Bezirk auch heute teilgenommen. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und kann in den nächsten Wochen noch nachgesehen werden. Also ihr seht die Präsentationen im Internet weiterhin. Und jetzt seid ihr, liebe Jugendlichen, dran. Es geht darum, dass ihr euch bei den Betrieben bewerbt, auf die offenen Stellen, die heute vorgestellt worden sind. Es gibt nicht nur diese 9 Betriebe, die jetzt da Lehrlinge suchen. Ich habe heute in der Früh schon gesagt, wir haben über 100 freie Lehrstellen aktuell im Bezirk gemeldet. Bitte nehmt Kontakt auf mit dem AMS. Wir informieren euch über die Betriebe, die da sind. Ihr könnt auch alle Stellen unter www.allejobs.at auch nachsehen, die derzeit gemeldet sind. Und für alle Burschen und Mädels, die jetzt dazuschauen und noch nicht recht wissen, welchen Bereich sie ergreifen sollen, steht natürlich unser Berufsinformationszentrum zur Verfügung. Bitte Kontakt aufnehmen, Interessenstest machen. Und dann wird die Entscheidung gleich leichter. Ja, Herr Hacker, ein perfekter Rückblick auf diesen heutigen Vormittag. Liebe Jugendlichen, ihr habt es gehört, www.allejobs.at, eine Plattform des AMS, wo man auch nach Lehrstellen suchen kann. Dann ein zweites wichtiges Wort, Berufsinformationszentrum, wo ihr persönliche Beratung und Unterstützung bekommt rund um die Berufswahl. Berufsorientierungstest ist heute gefallen, das Wort, also wo man auch ein bisschen aufgrund eines Tests Berufsempfehlungen bekommt. Und abschließend natürlich eine ganz wichtige Webadresse, nämlich unsere, der heutigen Veranstaltung. Marlies, wie lautet hier die Domain? www.nicejob.at. Genau, unter www.nicejob.at sind dann ob übermorgen, je nachdem wie fleißig wir sind, die Videos der Betriebe auch einzeln abzurufen. Da bedanken wir uns ganz herzlich beim Vulkan TV und dem Günter Duscher und sein Team, die uns perfekt durch diesen Vormittag begleitet haben. Und Günther, ich glaube auch auf deinem YouTube-Kanal von Vulkan TV wird man die einzelnen Videos abrufen können. Und in diesem Sinne, Herr Hacker, Dankeschön für diesen schönen Vormittag. Danke für diesen Einblick, den Sie uns ermöglicht haben, hier Betriebe kennenzulernen. Und das AMS steht euch auch weiterhin zur Verfügung bei der Unterstützung eurer Berufswahl. Alles Gute und einen schönen Vormittag. Dankeschön. Okay. Tschüss.